So, guten Morgen zusammen, beziehungsweise Abend. Ne, wer hätte das gedacht, da steht die Karre noch von gestern Abend hier. Ist natürlich angenehm, ne? Ist aber die ganze Nacht nicht gerippt? Kann ich ja kaum glauben. Schauen wir mal, was so geht. Ach was. Ja, bitte. Hi Chris, ich bin's. Was geht? Hallo? Chris, ich bin's. Jo, grüß dich. Na, alles klar. Deine Nummer aus. Ja, aber ich immer aushab. Mir geht's auf den Sack, wenn die Leute einen erkennen. Ah, ich verstehe. Und dann dumm zurückrufen. Ja klar, alles easy. Bei dir? Boah, bin gerade aus dem Hotel gekrochen. Oh. Warst ja gestern cool. Nicht da. Wie lief's denn so abends? War noch ein lustiger Abend. Ah ja? Ja. Aber um deine Frage, also deine unterschwellige Frage zu beantworten, ich habe allein geschlafen. Oh. Ja, oh. Das kann ja noch werden, ne? Ja, ist so. Ach, man muss ja auch nichts überstürzen. Was ich meine, ich wäre so direkt mit mir ins Bett gehüpft und so, dann hätte ich meinen Eindruck gehabt, so, weißt ja, du? Ja, ich stimmt mein, auch wieder. So, dann weiß ich nicht. Will ich ihn auch nicht haben, so. Ja, ja, klar. Ja. Wo treibst du nicht rum? Ich stehe am Laden. Okay, Carlson auch da? Ja. Viel los? Vorhin war ein bisschen Kundschaft da. Stehen zwei Jungs wohl vom MC vom Laden. Besser Paul als keine. So, er könnte mich halt auch gebrauchen hier, deswegen stehe ich halt auch hier jetzt vorm Laden. Und ja. Hättest du was Besseres vor? Ich war noch nicht so lange da. Hä? Hättest du sonst was Besseres vor? Nö. Ah, was gibt es Besseres und Wichtigeres, als auf euren Arsch aufzupassen, ha? Für mich momentan nichts. Ja, klar, trotzdem ein bisschen Kohle, ne? Ja. Hast du auch noch Ziele in der Stadt, oder? Ja, aber... Ne? Naja. Das wird schon alles. Gibt Wichtigeres als Geld. Ja, aber ist nicht ganz unwichtig, ne? Ja, das stimmt wohl. Aber solange ich mir mein Essen leisten kann, mein Klopapier besorgen kann, was ist das? Wir kriegen dich, glaube ich, schon durch. Ja gut, sonst? Dann komme ich mal vorbei, ne? Ja, mach das. Stadtpark ist jetzt hier... Fahre ich gerade vorbei, so aus wie ich so los. Keine Ahnung. Ja, hat Carlson ja schon gesagt, hat gestern das Fleisch mariniert. Nee, das hat er mir noch nicht erzählt. Der hat mir nur gesagt, dass mich alle vermisst haben und sich Sorgen gemacht haben. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja, wir dachten schon irgendwie, keine Ahnung, du bist jetzt erstmal querschnittsgelähmt, so halb. Nee. Wenn dann umgekehrt, mein Freund, wenn dann umgekehrt. Naja, große Klappe, große Klappe. Ja, zwischendurch. Ja, ne, dann würde ich sagen, reden wir, wenn ich da bin. Jo, alles klar, fahr vorsichtig. Bla bla, bist du meine Mutter, Alter? Das ist heute mal leicht nebelig, würde ich sagen. Bei dem Nebel, bisschen Nebel so Scheiße bauen wäre geil eigentlich. Das ist das richtige Feeling auf jeden Fall. Machst du doch ein bisschen was los? Okay, Hauptsache er ditcht hinten an, obwohl da. Naja, ist ja egal. Weiß. Abend. Ich will keine Tasten. Hallo. Abend. Abend. Ich hab zu Hause genug Tasten. Na, alles klar. Ja, ist lang. Okay, ich verstehe. Weil es ruhig und klar. Seid ihr zusammen? Jo, es geht. Oh, das kam jetzt aber. Auri, hast du das mitbekommen? Das kam aber gern. Wie kommst du zu der Klamotte? Das hab ich mir vorhin gekauft. Mir war kalt in dem Hemdchen. Oh, Motorrad, ne? Ja. Hab ich mir mal ein Motorradjäckchen gegönnt. Oh. Ist da Carlson drin, oder? Ja. Okay. Na, ich schau mal nach ihm. Bin gleich wieder da. Oh ja. Hi Ben. Hi ho. Na, alles klar. Ja klar, und bei dir? Kann ich meckern. Das hast du gestern rausbekommen aus dem Ganzen. Bitte? Das hast du gestern rausbekommen da. 2.500 Siegerprämie plus $700 extra, weil ich voll großkotzig
in die Runde gewettet habe, dass ich ersten Platz mache. Ja, sehr geil. Glückwunsch. Das Schlimme ist, die haben sogar noch gesagt, niemals. Und haben gesagt, scheiße, du musst ja wirklich erster. Ja, nicht schlecht. Ich schau, was Carlsen macht. Jo. Abend. Guten Abend. Grüß dich, Geo. Hi. Jo. Geh mal einmal kurz auf die Seite. Jo, wir gehen einmal. Ne, Diego? Ja, ja, ich. Oder? Ja. Ich würde echt mal gerne da rein ins Office und da rumlaufen. Scheiße, noch keinen Teleportpunkt da rein gibt. Naja. Und ich will Scheiben haben, auf die man ballern kann. Das fehlt mir auch. Dringendst. Ich glaube, du dürftest mittlerweile fertig sein, ne? Größere 45er, kauf. Wenn ich später nochmal wiederkommen kann, ja, weil ich habe nur $50 ist dabei. Dann geben sie mir $50 und dann drücke ich ein Auge zu und empfehlen sie uns weiter. Ja. Auf jeden Fall, das werde ich dann definitiv machen. Verschenkst du wieder Sachen oder was ist hier? Da kommt gleich der Kollege und hat große Ohren. Was umsonst? Das machen wir hier nicht. Nein, muss ich dir die Finger brechen, ja? Ist es soweit? Oh ja, Papa. So, warten Sie kurz, ich mache den Papierkram kurz fertig. Da haben Sie dann Glück gehabt und einen guten Tag bei mir erwischt. So, warten, na, dann muss ich das hier nochmal fertig machen. Du hast gute Tage? Aha. Aha. Ha. Lache ich? Ha. Nein, das war mein Ernst. Ha. Ja, ich habe auch gute Tage. Da. Zack. Zack. Und dann machen wir hier nochmal weit hin. So, und dann haben wir das auch soweit ausgefüllt. So, dann. Warten Sie, ich hole das gute Stück hier unten raus. Jo. So. Gut. Ja, läuft soweit. Alles super. Wenn irgendwas ist, kommen Sie bitte gerne wieder. Alles klar, mache ich. Wir leisten da gerne Wartungsservice auch. Aber das hört sich gut an. Wenn Sie sich unsicher sind mit der Waffe, kommen Sie bitte gerne vorbei. Alles klar, mache ich. Wir sind da gerne für Sie da. Jo, wunderbar. So, dann probieren Sie das gute Stück gerne nochmal mit dem Kollegen aus. Jo, da alles drüben klar. Ist der Schießstand. Alles klar, Kollege, danke schön. Ich stelle mich da hin zum Anschießen, ey, vergiss es. Ich hab nicht gesagt an den Kollegen. Nee. Ah, da vorne, Tür rechts, Kopfhörer nicht vergessen und einfach mal ein bisschen Hass rauslassen. Alles klar, wunderbar, danke schön. Viel Spaß. Ich find's lustig, wie du sagst, wir kümmern uns dann um die Waffen und bla bla bla. Ich muss dir mal ein bisschen was beibringen, glaube ich. Das bin ich der Idiot, an dem das alles hängen bleibt. Ja, Waffe sauber machen kriege ich auch noch hin. Ah, klang nach mehr. Also. Das war halt echt spendabel, ne? Ja, 150, ja, ich habe mal ein Auge zugedrückt. Bevor er dann wieder wegfährt und dann noch eine Stunde braucht, bis das Geld an ist. Ja, stimmt auch wieder, das nervt. Aber ich keinen Bock drauf. Hast du was von den Banken gehört? Banken oder Banden? Banken, wegen Automaten. Nee. Ich glaube, die wollen kein Geld verdienen, ne? Denen ist, glaube ich, gar nicht klar, was hier so durch, ne, durch die Automaten fließt. Vollidioten. So, habe ich jetzt... Achso, Telefonnummer wollte ich noch. Halt, stopp! Hey. Jo. Herr Sullivan. Jo. Da Sie ja noch nicht bei uns in der Kundenkartei drin sind, würden Sie so lieb sein und Ihre Telefonnummer noch da lassen? Natürlich, gar kein Problem. Falls irgendwas ist, dass wir Sie erreichen können. Natürlich, gar kein Problem. Haben Sie was zu schreiben? Ja, klar. Wunderbar. 637? 637? 389. 389. Jo. Wunderbar. Dann alles haben wir klar. Das soweit. Wunderbar, dann bedanke ich mich
und Waffe läuft einwandfrei, keine Hemmungen gehabt. Ich bin erstmal zufrieden und wenn, wie gesagt, was ist, dann melde ich mich, ne? Wunderbar. Alles klar, schönen Abend euch noch. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja. Tschüss. Hemmungen, sagt er. Als ob das rausgehen würde, wenn das Ladehemmungen hätte oder so ein Scheiß. Alter. Was? Ich hab mir gerade irgendwie so ein bisschen den Mund fusselig gesabbelt. Das ging irgendwie durchgängig. Machst du doch gerne. Ja, jein, ja, ich weiß. Manchmal höre ich mich auch sehr. Oder noch ein bisschen Geld. Ach, danke sehr. Ja, und so. Was? Ich habe dich nicht ganz verstanden, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Wer ist die junge Dame? Keine Ahnung. Kam ja an, ist auf den Zug gelaufen, jetzt quatschen sie. Wo ist Chris? Der ist gerade einmal von rechts nach da links gelaufen. Alte Datenkrake, sag ich nur. Na, wo bist du? Scheiße. Da. Vorne am Laden. Weiß er, ich hab. Da steht er. Hallöchen. Hallo. Grüß dich. Ja. Nein. Ich hab dich nicht ganz ausreden lassen gerade eben. Nee. Dich? Ja, brauchst du mal nach rechts gucken. Nee, als du das letzte Mal angerufen hattest. Ach so, nee, ich hab nur gesagt, dass ich da ein bisschen nach da und Abend nach da ein Auge drauf hab. Ja, ja. Na, wie geht's? Cool. Ja, und also nach da guckt keiner. Doch jetzt, Diego und Diego. Ja, nach da muss keiner gucken, da sind Minen. Landminen. Ach so. Ja. Aber. Krieg ich dafür auch noch einen Plan, dass ich nicht reintrete? Nee, das ist Überraschung. Was? Nein, okay. Nee, nicht da durchgehen, deswegen ist auch der Gastank da, ne? Stolperfalle und so. Ja. Und wo ist die Claymore wirkungsvoll ist? Ah, ich verstehe, ich verstehe. Vergraben, Mann. Nee, das sind so Landminen, die hochspringen, weißt du, wenn du drauf bist. Ja, die richtig. Da habe ich einfach Glück, mit dem Wagen durchgefahren bin. Die auf Kopfhöhe explodieren. Ja, ja, die richtig räudigen. Wie heißen die Bouncing Betty? Ja, genau. Mit Streufaktor. Ich bin da durchgefahren. Ja, Schwein gehabt. Hast Glück gehabt. Ja, ich weiß das schon. Ja. Ich habe halt keine Lust, immer so einmal außen rum zu fahren. Bist du eine Iren? Was? Glück? Das ist aber andere Haarfarbe, glaube ich. Das kannst du so nicht pauschal sagen, glaube ich. Alle Iren sind rothaarig oder was? Nein. Ja. Hellhaarig. So wie du? Das ist doch auch Ire, ja. Nein. Sicher? Nicht? Ja. Okay. Ich bin nur vorübergehend rot. Ja, erzähl ja. Da jetzt. Im also Gesicht hast du deine Tage? Auch nicht. Ich merke schon, ich sage gar nichts mehr. Das wird alles nicht besser. Demnach kannst du davon ausgehen, dass dann jemand anderes seine Tage hatte. Oh. Wow. Wow. Weißt du, out manchmal sollte sein Kopf in diverse Angelegenheiten vielleicht einfach nicht einstecken. Oh, mir ist auch ganz gut. Ja. Bisschen müde, weil schlecht gepennt. Aber sonst alles cool. Und sonst so? Ja, ich werde jetzt auch immer online sein. Du also hast damit Stream angefangen. Anhaben, wenn ich zocke, weil ich will die abdenken. Story so. Auf Band behalten, ne? Das kommt dann schön auf YouTube und man ja, hat dann was davon. Bild aus dem Kopf zu kriegen. Oh Gott, oh Gott, du stellst dir das auch noch vor, du bist ja also, verrückt. Ich stelle mir grundsätzlich alles vor, was gesagt wird. Das ist ein Fehler, das zu sagen. Ja. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, muss ich was ganz Krankes mir überlegen, dass du richtig abkotzen gehst. Das kann dir. Naja, ich bin selbst ja ein bisschen. Naja. Das klang fast wie ein Flauschiges reden. Oder was? Oh, Flauschiges. Ja, jetzt denke ich an andere Dinge. Ne? Nicht so viele Haare wie Federboas. Ja, genau. Aerodynamisch, da bin ich beim Rennen um 2 km/h schneller als alle anderen mit Haare. Ja, das haben wir beim Start gesehen. Ja. Ich habe gesagt beim Rennen, nicht beim. Beim Start, den verschläfst du nämlich. Ja, dann renn mal, ich wette, ich bin schneller. Ich weiß, was nicht. Ich kann auch schon so recht. Also dafür kenne ich dich mittlerweile gut genug. Direkt in die Beine treten, oder was? Nö, meine Pistole ist schneller, kann ruhig rennen, aber ich krieg ihn. Du bist dran! Hey. Schreibt einfach auf die Kugel Diego. Hab dich. Meine Keime. Die Fangspiel. Alter. Nee, Fangspiel. Nee, pass auf, Fangspiel mit kugelsicherer Weste. Das ist was ganz Neues. Oh, das tut aber weh. Oh ja. Darf ich zugucken? Ich dachte, du hast keine Lust mehr auf Schießereien. Ja, aber das wäre was, da würde ich auch zugucken. Also, kannst du am nächsten Stammcatchen Bescheid sagen? Prinzipien. Ach ja, Stammcatchen. Ja, am Arbeiten? Ja, sie ist tatsächlich am Arbeiten. Sie hat mir vorhin die Fäden rausgenommen.
Ich hab eine Idee. Ich mache einen Laden auf, nenne es Tasertag. Ja, aber Taser ist ja auch irgendwie dann nachher Zeit lang. Ja, wenn du erstmal getroffen wirst, eine ganze Scheiß vom Boden aufwischen musst, weil er dann unter sich macht und so. Ah, ist nicht so geil. Ja, da gibt's die Windel gratis mit zum Taser dazu. Ach so. Das ist natürlich eine gute Idee. Oder ja, und dann schreist du wie ein Mädchen, wenn du getroffen wirst. Oder ich nehme einfach eine Halle, die nah am Meer ist, und nehme dann einen Schlauch danach und spritze alles raus. Das ist dann wirklich wie beim Lasertag, da kommt dann auch ein Geräusch dazu, ne? Das hohe Kreischen von ihr. Chris? Ja? Ich habe gerade eine sehr laute Chiara hier und ich zitiere: Chris soll seinen Arsch so schnell wie möglich hier ins Krankenhaus bewegen. Ich habe mit dem noch ein Hühnchen zu rupfen. Ah, mach mal deinen Schein. Ehrlich. Hopp. Ach so. Los. ZZ, ziemlich zügig. Los. Okay. Ab. Also, was? Wie sagt man, von Frauen Befehle schlägt man nicht aus. Ich 20 Minuten Zeit, ne? 20 Minuten Zeit? Du hast 5. 20 Minuten bist du wieder da. Zum PD muss er auch noch. Okay, okay, ja. 6. 25. Bin gleich wieder da. Aber auf jeden Fall, es ging gerade darum, dass die hier mit irgendwie schusssicheren Westen hier rumlaufen. Hör auf zu petzen! Was ist los mit dir? Ey, was ist dir verkehrt? Was ist denn? Verräterin! Hallo? Oh, ich glaube, sie steht auf der Landmine. Da haben wir gleich das Problem weniger. Ich glaube, gleich ist das Handy weg. Wo hat man das von der Mine oder nicht? Was steht? Ja, ja, easy da? Oder was meinst du? Ja, da vorne ist so eine Mine. Die Minen sind da neben dem Gastank. Ich hab gehört, wer Fetz kriegt die Reifen abgestochen, hab ich gehört. Nee, das Bandskabel durchgeschnitten. Das ist mein Auto. Lüge? Nein, das ist mein Auto. Das ist dein Auto, ich hab gesehen, wie du damit angekommen bist. Nee, das kann... Nein. Aber wo also, ich jetzt genau hingucke, ich glaube, da ist ein Rücklicht kaputt, oder? Ja. Izzy, also wer fährt schon Izzy? Also? Du und Chiara. Ja. Nein. Nein. Oh, ich muss los. Aber du hast kein Auto hinter dir, auch doof, musst zu Fuß laufen. Hm. Hättest du jetzt ein Izzy? Stimmt, du hast ja gar kein Izzy. Oh, das ist voll doof. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ja doch, zu Fuß zu laufen. Ich hab noch eine Enduro. Ja. Aber da muss ich auch erstmal laufen. Das ist so richtig. Tja, das Leben ist hart. Mhm, ich merk das schon. So. Zack, warum bin ich nochmal hierher gekommen? Weil du gerne nicht, weil es besser ist als Stadtpark, hast du gesagt. Oh, ach ja, stimmt. Ich habe die schon vergessen. Oh, gut, dass sie nicht hierher kommen. Wie, die kommen hierher. Wobei, das sind ja nicht meine Kunden, dann ist egal. Also, bei mir fängt jetzt das Telefonieren wieder an. Ah, ja. Ja, schön. Ich weiß aber auch gar nicht, wie die heißt. Naja, aber hier, die eine hat ja einen Freund, dann nimm die andere. Die sind so zuckersüß zusammen. Nein, ich möchte das echt nicht. Ich möchte das echt nicht. Danke. Also echt nicht. Ja, ich habe gestern schon, war das gestern? Mit Schnapsidee-Tiger? Und davor auch schon, ne? Ja. Schnapsidee-Tiger? Schnapsidee, ja. Schnapsidee, oh Gott. Ich höre. Schön, dass du da bist. Ja, du hast gesagt, die schnurrt auch bestimmt kein ganz Ding. Süß. Oh. Einfach mal ein bisschen chillen. Aber oh, da brauchst du einen Spachtel, um überhaupt mal ein bisschen Haut im Gesicht zu sehen. Aber jetzt weiß ich, was du mit den Augenringen gemeint hast, ne? Hui. Ja. Ah, okay. Nee, geht nicht ran, verdammt. Wir versuchen es zu erreichen. Ach, Kunden. Ah. Kunden. Aber jetzt weiß ich jedenfalls, welche Stripperin jetzt Crystal heißt. Okay. Hat das eine Geschichte, oder? Die anscheinend einen Freund hat. Und und der Gobby stand daneben und meinte nur so, hä, gibt's nicht eigentlich schon Crystal? Und ich dachte mir nur so, wow, ja. Da würde ich eher dem männlichen Crystal Geld geben dafür, dass er bei mir strippt als ihr. Ja, was, und er meinte nur so, sind das Zwillinge oder haben die Ähnlichkeiten? Und ich stand da und dachte mir, wow, ist das euer Ernst jetzt als Polizisten? Ja, das schützt auch nicht vor Arschlochtum, ne, und so. Wenn ihr ja, habe ich gemerkt. Wobei, ich glaube, irgendeiner von euch hat die gesehen gestern. Irgendwie kam nämlich die Frage auf, wer läuft denn hier im Bikini rum? Bei dem Event gestern. Warst du das nicht? Nee, ich war es definitiv nicht. Ich bin ziemlich sicher. Ob du dich da noch dran erinnern kannst? Ja, eben, du warst so besoffen. Das war vielleicht, du warst so voll. Vielleicht,
Lassen wir das. Du warst voll? Nee, gestern nicht, ne. Doch, total. Will er nur nicht zugeben. Machst du? Aha, interessant. Naja. Neun, zwei. Voll am Rennen anfeuern. Ne? Ich nehme jetzt auch mein Handy in der Hand, dann fühle ich mich cool. Ja, wirkst gleich viel cooler. Ja, das hab ich mir gedacht. Mach mich wichtig. Oh, endlich mal jemand. Schönen guten Tag, Karlsnauer-Verrat, Ammunition Süd. Sie können Ihre Waffe abholen. Wer hat eigentlich Bock auf ein Bier? Jetzt bin ich beleidigt. Bock auf ein Bier? Ja, jetzt bin ich beleidigt, dass ich so doof war und das nicht ausgetragen habe aus unserer Datenbank. Was bei dir bin? Ach so, Herr Esteban war das. Hm? Ach so, okay. Ja, dann weiß ich, warum das passiert ist. Nee. So ein Schluderkopf. Aber schön, dass ich sie gehört habe. Muss auch fahren. Ach. Ein Bier. Kostenlos wird schwierig. Wer weiß, was sie vorher schon getrunken hat. Wasser. Nee, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gutes Gelegen, tschüss. Mein Name gehört, was ist? Ja, du hast den Kunden nicht ausgetragen aus der Liste, dass er eine Waffe braucht. Das und ist möglich. Schein schon hat. Das ist möglich. Hm. Auch ein Bier? Ich? Ja. Ich habe einen Kofferraum noch voll. Ja, ich hole jetzt gerade was, deswegen. Ich habe auch was im Kofferraum. Okay, nee, brauche ich nicht, danke. Okay, dann nehmen wir eins. Ich komme einfach mit. Schon aus der Kühltruhe hier. Oh, sehr gut. Klar. Bitte schön. Danke well. Konzept schreiben. Hm. War aber derzeit noch so unmotiviert und irgendwie war der Kopf immer so voll. Da hatten wir doch drüber gesprochen, ne? Ach, ja, bei der Party. Ja, ja, genau. Ui, da müssen wir uns auch mal drüber unterhalten, wenn man Zeit hat. Müssen wir. Na, vielleicht. Wolltest du tanzen dann? Nein. Kriegen wir hin, Sek. Ich bin kein guter Tänzer. Du darfst dann gerne tanzen. Kriegen wir hin. Heißt nicht Crystal. Er wird tanzen. Hat Paul das noch irgendwen erreicht oder eher nicht? Also ich habe jetzt ein paar durchgeklingelt, aber da ja jetzt, nachdem wir den Herrn Jäger ein bisschen auf die Füße getreten haben, der noch ein paar Leute durchgewunken hat, können wir da nämlich nochmal gucken. Ja, ich glaube, wird Sinn machen, ne? Da ist nämlich noch eine Telefonnummer, die ich anrufen kann. Ja. Wann hast du denn aufgemacht heute? Kurz vor 20 Uhr. Okay. Herr Briggs, mit dem habe ich gestern, glaube ich, telefoniert, er wollte eigentlich vorbeikommen heute. Ja, nee, der ist jetzt im Security-Unternehmen, das weiß ich. Aha. Der Briggs? In welchem? Telefon. In dem, wo ich war. Hallo, Chicky. Das wäre? D&V Security. Okay. Warum war? War nicht das Richtige, oder? Gab private Gründe, weswegen ich das Unternehmen verlassen habe. Okay. Aber das hat er ganz stolz am Stadtpark erzählt gehabt. Meinte halt nur, dass die Waffe wohl noch fehlt. Da kann man ja helfen, ne? Ja. Deswegen wundert es mich, dass er nicht schon gleich gestern hier angelaufen kam. Wollte er ja. Achso. Aber wir hatten gestern halt geschlafen. Gestern war Sonntag. Da haben wir uns mal einen freien Tag gegönnt. Was? Das geht ja gar nicht. Ja. Pass auf. ich kümmere mich dann einfach wirklich um den ganzen Papierkram. Was ist? Ich sag, ich werde mich dann, denke ich mal, direkt um den ganzen Papierkram wirklich kümmern. Wenn dann gleich, wenn ich hier im Krankenhaus bin. Wird Sinn machen, ne? Ja, nee, nur damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wieder Sorgen macht, warum ich so lange weg bin.
Nö, 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 wir können uns schon denken, dass du gerade mal ein bisschen was zu tun hast, also von daher alles cool. Nee, ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich mich dann direkt um das Papierzeug kümmere und dann, ja, ist das auch erledigt. Mach das, perfekt. Alles klar, dann bis später. Jo, bis später. Tschüss. Ciao. Na, ist doch auch gut, dann ist auch bald mal legal unterwegs. Sie können gern vorbeikommen. So. Okay, gut. Dann melden Sie sich. Wunderbar. Gut. Also, wenn es darum geht, dass Sie keine Zeit finden, ich würde es auch so machen, dass ich... Weil Sie... Sahne soll rankommen, okay. Knarre holen. Weil ansonsten hätte ich Ihnen die auch zum PD gebracht. Okay, gut, machen wir so. Tschüss. Dann so ein extra Zuschlag für Lieferung? Ja, klar. Okay. Ach ja, der Butterfinger hat gerade angerufen, ne? Der ist noch, macht jetzt quasi alles da. Okay, ist auch egal, weil der Server gerade stirbt. Gut. Ich glaube, liegt an mir. Letzten Mal war auch so. Ich komm rein, das Ding verreckt. Naja, das liegt an der Zeit, glaube ich. Das ist so die Zeit, wo die meisten anfangen zu zocken. Naja. Das fröhliche Wiedereinloggen fängt wieder an. Ganz toll. Und rein da in die Scheiße da. Ja. Was hat Chris gesagt? Er hat gesagt, dass er jetzt alles papiermäßig macht, ne? Bei den Cops und so weiter. Überall geht er mal hin und kümmert sich. Okay. Wollte hab nochmal. Ich, haben wir ja gesagt. Ja, wollte nochmal durchgehen, dass wir keine Angst um ihn haben. Ist immer nur Stress mit dem Jungen. 10 Minuten hat er ja noch. Wie 10 Minuten hat er noch? Ich habe ihm 25 Minuten gegeben. Oh, ich glaube, das wird schwierig. Ja. Je nachdem, wie gesprächig ihr zum Beispiel beim psychologischen Gutachten ist, kann das schon mal länger werden. Oh, ich guck mal. Also bei mir waren es 5 Minuten psychologisches Gutachten, ein paar kurze Fragen, Ende. Ja. Ich dachte wahrscheinlich, dir ist eh nicht mehr zu helfen, von daher lassen wir das. Ja, richtig. Der hat zu mir gesagt, ich bin eine Ausgeglichene und... Der war gut. Formuliert. Das andere Wort kann ich nicht wiedergeben, es war kompliziert. Bei wem warst du? Ich weiß nicht, bei irgendeinem komischen Typen. Ja, okay. Alles wie viel hast du bezahlt? Wahrscheinlich auf Drogen. Mama Chiara. Frage ich ja, bezahlt. Ich hab nichts bezahlt. Ja, ja. Irgendwie die Waffe auf aber den Tisch wir hatten so noch so. Geschnackt, also ging's glaube ich so 20 Minuten oder so. Braunheit. Selbst der Jäger ist nicht ausgetragen worden von dir. Der ist ja auch unwichtig. Hab nicht dran gedacht, die auszutragen. Wein doch jetzt. Ja. Macht er doch. Ja, das kann er ja mehr weinen. Stört mich nur nicht. Bin ja nur ich, der Arbeit macht. Ist das so, ja? Ja, gefühlt im Kassenbuch. Kassenbuch brecht dir gleich mal die Beine. Doch immer super, wenn man sich darauf verlassen kann, dass der andere arbeitet. Das kenne ich. Also es hört sich vielleicht alles so harsch an, ist es aber auch. Ja, da kriegt nachher wieder seinen Tracht Prügel, wenn ihr weg seid. Dann ist er morgen wieder ruhig. Nein, bitte nicht. Oh doch. Carsten, oh, du musst für $50,000 bringen dich hier schnell weg. Du musst heute Rücksicht auf ihn nehmen. Du mir zahlst, ja? Nein. Für meine elitären Fahrskills musst du das zahlen. Ja, weil du Motorradfahrer hauptsächlich bist in deinem Auto oder was? Ich hab gestern bewiesen, dass ich auch mit 4 Rädern gut umgehen kann. Du hast bewiesen, dass du ein Assi bist und alle von der Straße rammst. Das ist, was er bewiesen hat. Mehr nicht. Wenn du so auf der Straße fährst, will ich nicht von dir irgendwie weggefahren werden. Ich garantiere, dass du am Ziel ankommst. Ja, lebendig oder nicht, ist egal. Ja, ist klar. Ich hab nicht gesagt, welcher Gesundheitszustand. Ja, ja. So, Kundenliste abgearbeitet. Wow. Hab Übung mittlerweile.
Was ist denn eigentlich mit dem Moor? Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ist mir wurscht. Der kann gerne länger wegbleiben. Ja, das finde ich auch ziemlich okay gerade. Ich wollte gerade sagen, für euch ist er optimal, ne? Ja. Sicher. Ah, der hat ja sowieso immer irgendwie selten aufgemacht. Keine Ahnung. Ja, ja, so. Hast du die Liste schon durch, oder? Ja. Hm. Ach, wolltest du gerade anfangen, ja? Wurden ja doch nicht so viele. Ich hatte halt vorher noch keine Zeit, ne? Nicht so wie du. Wir holen, ja? Ich glaube, heute gibt's echt das Kantholz. Was? Ja, ja, für dich vielleicht. Nee, mein Freund. Kannst ja gern versuchen. Ich habe jetzt gerade so 20, 30 Kunden durchgeklabbert. Das ist schön für dich. Was macht eigentlich das Fleisch? Oh, ich wollte gerade fragen. Und wann ist es fertig? Das müssen wir mal planen. Wenn wir auf den Grill hauen. Hallo. Was? Wie ein guter Wein. Je länger es liegt, desto besser wird es. Mhm. Tartar wird es auch. Okay. Übe mich in Geduld. Beim nächsten Mal könnte ich ja auch das Dry-Agen mal ausprobieren. Ja, dauert aber. Ja klar, das dauert dann so 16, 20, 28 Tage. So einen scheiß Klimaschrank kaufen oder was? Nein, Quatsch, brauchst du nicht. Da gibt's bestimmte Membransäcke aus Plastik und dann kannst du das auch im heimischen Kühlschrank machen. Und ordentlich gammeln lassen, ja cool. Ja, nein, dadurch gammelt's halt nicht. Da wird die Feuchtigkeit über die Membrane abgeführt und dann funktioniert das auch ganz gut. Hast du schon mal gemacht oder was? Ja klar. Mhm. Meinst du, warum ich das alles weiß? Weiß nicht, weil dir langweilig ist und du ein langweiliges Leben hast und deswegen Dinge liest? Okay, da war ein bisschen gemein. Also Wissen aneignen ist jetzt pauschal nicht... Na gut, langweilig durchaus schon. Aber schlecht tat es mir nicht. Ja, Darüber bin ich Arzt geworden. Ach, vor Metzgerbedarf und dann Arzt, okay. Naja. Darüber habe ich meine Schnittkünste gelernt. Bis Fleisch. Ja, ich bei anderen Dingen. Okay, gut, will ich nicht wissen. Ja, ist wahrscheinlich besser. Ja, ne? Ein bisschen Kunden werden jetzt nicht schlecht, ne? Ja, wenn man schon mal aufhört. Ja, ja. Na? Hast den Butterfeld schon durch? Den Chris? Hol die Telefonnummer gleich mal. Na, sehr gut. Und der soll dann direkt zur Polizei und dort auch noch gleich alles klären. Hat er doch vor. Na dann. Hauptsache alles vorschreiben, ne? Achso, gut. Dann Attacke. Bis jetzt was von Moman gehört, oder? Ja klar. Nee. Wir haben ihn zu dir geschickt, wegen dem Gutachten auch. Der soll sich bloß nicht verkrümeln da. Sani soll ihn festtapen irgendwo auf einer Liege. Nicht nur von Paul. Was sagt er? Gut, dann mach mal. Tschüss. Da wollte er sich da gerade verkrümeln. Weil? Was? Der hat sich jetzt irgendwie einen Anschiss abgeholt. Anscheinend, weil er sich gestern nicht gemeldet hat und so. Dein Ernst? Ich hab mich ja von Chiara nicht anscheißen lassen, ne? Es geht darum, Mann. Egal. Und da wollte er sich anscheinend gerade verkrümeln, ohne das psychologische Gutachten zu machen. Hat er nicht so ganz verstanden, ne? Das hat er irgendwie nicht so ganz geblickt. Mal gut, dass ich da nochmal nachgehakt habe. Ja. Aber ich glaube, das hat Chiara eh gemacht, oder? So ein Ohren gezogen, so Jungchen. Komm mal mit. Ja, jetzt kommst du mit. Jetzt kriegst du einen Arsch voll. So geht das nicht. Wie? Du bist übrigens ganz schön nah an die Minen gegangen, ne? Echt? Du musst ein bisschen vorsichtiger werden.
Mach mal wenigstens. Es klappt nicht. So schlimm. Manchmal. Bin ja. Achso, das ist für mich. Aha, unauffällig. Oder? Mhm. Ja, die ist einfach nur ein bisschen dumm. Oh, da kommt was. Ja, der Typ, der gerade vorne stand. Oh, da? Oder Frau. Da stand jemand? Oder? Hier, angehalten, geguckt, dann weitergefahren. Ja, Mann, Alter. Also, wenn ich vermute mal, dass das. Hm? Ja, ich wollte fragen, ob du die Einfahrt nicht gefunden hast, ob die einfach nicht groß genug war. Manche sind halt ein bisschen doof. Nee, da darfst du nicht mit dem Bike reinfahren. Ne? Das ist ja, das ist, da stand nicht für Bikes, nur für Autos. Ja, das geht jetzt zu. Oh. Er darf hier nur die Waffengötter anbeten, knien reinschlaufen. Ja. Ich muss los. Du bist ja immer noch nicht hier, sondern hast du dich jetzt komplett nicht verfahren? Gemeint. Nee. Ja, achso, da, okay. Guck mal, da kann man. Wenn ich die Waffengötter anbiete, kriegt er eine Schrotflinte? Wenn eine von Himmel fällt, dann vielleicht, aber von mir nicht. Aber ich glaube, dann im brennenden Kampf um die Schrotflinte. Nee, dann bete ich auch. Und ich sage, das ist meine. Und unser Grundstück liegt, gehört uns. Ja. Oh, ich krieg bald ein neues Motorrad. Kennen die sich? Scheint so. Ich glaube, es ist Tiki. Oh. Wer auch immer Tiki ist. Oh. Okay, da bin ich nicht alleine. Eine Dame. Ich kenne sie, wow. Aber schwierig. Achso, okay. Weil? Lass uns einen eigenen Eindruck gewinnen. Wenn es nötig wird. Ich glaube, so eine voll aufgedrehte, oder? Ich kann mich da an was erinnern. Ja, so. Also mit den Farben, ja, könnte sein. War jetzt noch ein Stadtpark? Eine, der so rumgerannt ist und total auf irgendwas war und total beknackt? Das war die? Vielleicht. Keine Ahnung, ob dies war. Im Stadtpark passieren viele komische Dinge. Stimmt auch wieder. Mhm. Es gibt halt Menschen, die mag ich überhaupt nicht und die gehört dazu. Ah, okay. So wie wir. Cool. Wie hat sie sich denn qualifiziert? Hm. Ach. Deswegen. Ah, okay, gut. Ich verstehe. Ja. Dinge, die macht man nicht und das hat sie gemacht und dementsprechend steht sie bei mir auf der roten Liste, passend zum Oberteil von ihr. Aha. Und wir stehen hat sie schon gestern drauf? Bemerkt. Kalte Schulter, ja. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Ich habe die kalte Schulter Seite gewählt. Besser als die Schlagringseite, oder? Ja gut, ne? Dann loggen wir uns eben nochmal ein. Wenn es sonst nicht ist. Ja gut, ne? Ah, könnt laufen, macht schlank. Carlson, hast du eigentlich Werbung gemacht am Park oder so? Nee. Nee. Das sollten wir vielleicht mal wieder machen, ne? Ja. Aber es haben sich halt gestern so viele angemeldet und ja, ich so dachte, viel. Dann kann ich noch einige, oder es haben dann auch noch mehrere angerufen, dass die kommen wollten. Ja. So 3-4 Stück haben von alleine dann noch angerufen gehabt.
Und dann dachte ich, ja, brauche ich auch nichts machen, ne? Ja, ja, klar. Oh. Hier fehlen noch so Sitzbänke oder sowas. Haben wir schon bestellt. Okay. Hast voll in die Wunde gepiekt. Oder Sitzkissen, dann setze ich mich auch auf den Boden. Das kannst du dann gab's halt nicht. Auf den Boden setzen. Darfst nur keine Miene treffen. Wow. Ansonsten musst du sehr, sehr lange sitzen bleiben. Aber du springst halt auch so. Hui. Und dann rufe ich, ich kann fliegen. Bumm. Nur einmal. So, machst du alle Kunden schon durch, die noch was kriegen, oder? Ja. Gibt's doch gar nicht. Die weiß ich, sind knapp 20 Stück und ich habe die alle durchgeklappert. Wie viel waren wir von da? 3? Ja. Cool. Na gut, vielleicht 1-2 mehr, aber dann zum Beispiel Polizist. Ich dachte, die laufen sofort los. Tja, wohl nicht. Also ein Dienstagknarre, ne? Ne, es liegt nicht an der Zeit und bla. Zeit hätte ich. Der hat wahrscheinlich kein Geld mehr, hat sich ein Auto gekauft oder so, was weiß ich. Ja, wer weiß, ne? Oder muss eine Frau. Der kann auch gerne abarbeiten, ne? Dann bleibt er eben hier mal vorstehen, wenn wir aufhaben und passt mit auf. Warum nicht? Weiß nicht, ob das dann so viel besser ist. Meinst du, dann kriegt er Angst und reißt die Hände hoch, wenn er dann kommt? Hey, du hast das angespielt, nicht ich. Hm. Hast du den Bricks-Typen erreicht? Nein. Der war zum Beispiel einer der Kandidaten, die heute vorbeikommen wollen. Und dem ich gesagt habe, wir haben morgen ab 20 Uhr offen. Hm. Ja, scheiße war, ne? Ja. Das ist doch grausam. Ja gut. Ich glaube, dann werde ich auch einfach mal kurz Geld wegbringen. Tu nicht so, was verdient hättest. Okay, ich hab nichts verdient, bring's trotzdem weg. Ja, ja, jetzt alles in die eigene Tasche, genau. Ja, dann einen schönen Spaziergang. Ja, gut, ne? Willst du machen? In der Nähe ist, glaube ich, kein ATM, ne? Leider nicht, ne. Ui. Ich besorg euch einen, ne? Ja, ich glaube, das kommt nicht so gut an. Wenn er vor allem, wenn er dann bei uns steht, ist schlecht. Ja, wieso? Ich stelle einfach nachts hier hin. Und dann könnt ihr sagen, wisst ihr nicht, was das tut. Aber wenn du den Inhalt drin lässt, kannst du das sogar gerne machen. Wir brauchen da eh einen. Wird vorher ausgeleert, keine Angst. Ja, genau, ist klar. Dann habe ich ja wieder ein Problem, ne? Ich lasse 5 Dollar Wechselgeld drin. Ja, genau. Aber nur weil du es willst. Wo kriege ich jetzt schnell einen Bagger her?
Keine Ahnung. Nur ein Gabelstapler aus dem Hafen geht bestimmt auch. Das würde auch funktionieren. Ah, Mann, ey. Ich weiß nicht, Autos zu verkaufen bringt irgendwie mehr. Man ist irgendwie mehr losgefühlt. Ich weiß auch nicht. Alles Pazifisten in der Stadt, oder? Keine Ahnung. Oder weil ihr so gute Verkäufer seid, habt ihr den ganzen Markt erstmal gesättigt. Das wäre sehr traurig. Noch ein paar Schießereien mehr und dann wollen alle wirklich eine Waffe. In ihr alle. Ja, das ist das Ding. Verkleiden auf einmal ein bisschen überall durch die Luft ballern, die Leute kriegen Angst und kommen. Perfekter Plan. Ich geh los. Klären wir das noch vorher mit der Polizei ab, oder? Ja, nee, das wäre langweilig. Die können ja auch gern kommen und kaufen, ne? Achso, das ist zum Thema Langeweile. Das heißt, die vertreiben wir auch noch, uns, indem wir verfolgt werden. Oh, schön. Ja, ist optimal. Wenn wir niedergeschossen werden, ist dann wieder weniger cool. Ja, gut, dann sorgen wir dafür, dass die im Krankenhaus auch genug zu tun haben. Das soll ja eher eine PR-Aktion dann werden, als, ne? Auf Leute ballern. Ich könnte sagen, nicht auf Leute, einfach nur. Wir besorgen uns einfach ein paar Knallfrösche hier. Einfach mal einen Pack im Busch geworfen, dann, ne? Und zack, keiner weiß, was los ist. Ist doch Strategie. Wir können ja mal um die Rednecks fragen. Vielleicht haben die ein bisschen ein paar Knallköpfe für uns. Die kommen höchstens mit der Schrotflinte. Nein, die gehen doch Dynamit fischen. Das ist, ich sag Knallfrösche, nicht Apokalypse. Ist doch auch Knallfrösche. Dann haben wir dann Bombenwetter hier. Knallfrösche. Ja, genau, schmeißt du den Park, puff, fallen alle Bäume um. Genau, ja super. Siehst du, dann haben auch noch andere was zu tun, neben neue Bäume pflanzen. Aber bei den Löchern manchmal in der Straße, da wird es doch nicht mal aufhören, wenn da ein paar mehr Krater sind. Das stimmt auch wieder. Ja, aber damit gibt's Sauerei, glaube ich. Lieber nicht. Und die beiden da sind jetzt irgendwie zusammen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es beste Freunde sind. Aha. Das ist mein letzter Stand. Okay. Mit Plus oder ohne? Das habe ich das nicht gefragt. Ich habe nur gesagt, dass es beste Freunde sind. Aha. Dann habe ich nicht weiter nachgefragt. Okay. Ich frage ihn gleich. Ich muss es im peinlichen Moment machen, wenn sie dabei steht. Naja, ich mache das anders. Du rufst ihn jetzt an, ja? Ja. Auch nicht schlecht. Beste Freunde mit Plus oder ohne? Ganz trocken die Frage. Ja, das fragen wir uns die ganze Zeit. Es wurde gesagt, ihr seid beste Freunde. Jetzt fragen wir uns, ist da ein Plus hinter oder kein Plus? Wahrscheinlich ein Minus. Das hat aber lang gedauert. Also ein Minus? Oi. Ja gut, mehr wollte ich nicht. Tschüss. Kein Plus. Das hat aber gedauert, sind das geraltert. Ernsthaft? Ja. Oh Mann. Ganz lange Leitung, sagst du? Mhm. Aber das war gerade wirklich so eine richtig, richtig lange Leitung. Ja, manchmal hat man die aber nicht. Aber er hört sich auch nicht so begeistert an, er ging gerade ran mit, ja. Ich hab's mir gerade gestört an so einer Arbeit am Plus. Ja, eben. Ah, kann ich ja auch fragen, warte. Ja, wenn durchziehen. Arbeitest du gerade am Plus, oder? Das ist ein ganz zwielichtiger Vorgefahren, ne?
Ich überfall den mal. Mach das. Viel Spaß. Müssen wir halt meine Nocken zack wecken. Ich dreh den Kopf los. Das ging ja schnell. Das kann eine Bowlingkugel schon, denke ich. Na klar. Och. Dieses Handy, ne? Ich hasse es. Ja, man kann auch einfach mal rangehen dann. Wir rufen jetzt an. Und wir schießen alle gemeinsam drauf. Oh, ich wäre dafür. Das neue Tontaum schießen. Dann hätte man nämlich das abarbeitet mit den Schüssen und die Kunden kommen dann. Das müssen wir dann am Stadtpark machen. Genau. Ja, wir haben schon überlegt, so einen Notfallplan, wie wir die Leute hierher locken können. Ja, bitte. Ist Paul irgendwie nicht dran, noch einer von uns. Ne? Paulchen? Ja. Was ist los? Ja, ne? Was mit Chris? Ja, er war kurz da und jetzt braucht er Ewigkeiten. Verschollen. Ja, warte mal, ich klär das mal. Jetzt hab ich weggedrückt, die blöde Sau. Oh. Soll ich da auch gleich nochmal probieren? Ich weiß auch nicht, genau. Bitte probier's auch nochmal. Ich hab da nur mal nicht, ich kenne erst seit ein paar Minuten. Tja. Wenn das jetzt. Oh. Auch weggedrückt? Oh. Ja. Probierst du jetzt auch nochmal? Hallo, hattest du gerade den Versuch, mich anzurufen? Ja, Telefon ist doof. Ach, schade. Hab ich aus der Tasche rausgezogen und dann hat es direkt aufgelegt. Da muss ich rechtfertigen, also ist es klar. Was? Ja, Lüge! Will jemand wetten? Doch. Dann kann ich den auch gleich marinieren. Ich habe noch ein bisschen Marinade da. Das hört sich gerade falsch an. Ohne Kontext. Also, du hast ihn schon weitergeschickt, ja? Dann danke dir. Ciao. Viel Spaß. So, Herr Butterfeld, jetzt sind Sie dran. Tja, wollen wir den Jäger anrufen und sagen, er soll sich mal beeilen? Kann direkt mal freimachen, ne? Der geht einfach nicht ran. Gleich aus. Ich meine, der ist gerade mitten im Gespräch, wir gehen ihm richtig auf die Eier. Ha. Ah, lass mal abmachen, wenn er gleich versucht, uns anzurufen, drücken wir ihn auch weg. Ich habe schon aufgelegt gehabt, aber schön, dass ich dich höre. Alles gut? Läuft? Bist schon beim PD? Ja, sehr gut. Ja, ja. Ist ja schon fast langweilig, dass er rangegangen ist. Ja, wunderbar. Und dann auch gleich versuchen, da irgendeinen Staatsanwalt zu verhaften. Der soll das da gleich mal durchjagen. Er kann ja mal entführen. Sind und dann, ja gewohnt. Dann, wenn der da. Nee, ich rufe dann den Jäger persönlich an. Ich möchte nämlich mein Security-Mann natürlich mit einer Waffe bewaffnet wissen. Und dann wird er es auch ganz schnell durchwinken. Ja. Wieso? Du hast ein Kompliment von Afroamerikaner wegen deinen roten Haaren gekriegt? Ich glaube, der war einfach nur wie drauf oder sowas. Das kann ich ja kaum verstehen. Noch was Rotes. Scheinbar. Pop. Tja. Kann man mal machen, ne? Machen nichts mit Angst, ne? Gut. Nimm's einfach hin, geh zur Polizei und dann werde ich den Jäger nerven, dass du unbedingt ein Jahr brauchst. Hallo. Hi. Du hast Glück gehabt. Da hat's... Erik. Was? Womit habe ich Glück gehabt? In da vorne ist alles voller Minen. Was ist da vorne?
Er hat Diego Tampamin hingelegt. Hä? Jo. Hast Glück gehabt, hast keinen erwischt. Also Springminen wow. sind das. Aha. Und ja, wofür? Damit er keinen durchfährt. Ja. Das glaube ich, den Plan mal ein bisschen überarbeiten. War noch nicht effektiv genug. Ja, scheint so. Aber hey, Glück für dich. Ja, ja. Ist dein Helm bequem? Sehr sogar. Aber ich habe dich gestern vermisst. Ich dachte, du machst mit beim Monster Truck Rennen. Nee. Da hättest du ja verloren, ne? Also von daher. Wollte ich gerade sagen, da hättest du verloren. Nee, wieso hätte ich verloren? Du. Ich hätte nicht verloren, ich bin besserer Autofahrer als er. Wer hat denn gewonnen? Ich. Du hast gewonnen? Ja. Ich frag mich auch wie. Ich hab dir gesagt wie. Schiebung, ich hab meine Konkurrenten in der Kurve weggeschubst, als sie beschlagen haben. Aerodynamische Glatze. Nützt dir nicht viel ihren Monster Truck? Mein Telefon klingelt. Hi! Nee, ich hab dir wirklich ein bisschen angeschubst, haben alle meine Gegner. Zu erreichen. Ah, okay. Die wollten schon in der Kurve einen Stupf haben sich überschlagen Anzeige. Und konnten einziehen. Okay, ja krass. Ja, wir haben den Renner gefragt, ist Schubsen und Drängeln erlaubt? Hat ja gesagt. Ja, na, ja, dann. Umwerfen war bestimmt nicht damit easy. Gemeint, aber hey. Was kann ich dazu, wenn er sein Fahrzeug nicht unter Kontrolle hält? Ja, ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und wer war gestern noch so da? Von uns war ja noch Tyler da, Reese war da. Na? Grüß dich. Nina war da. Hi. Fisch. Ein Bier? Gerne. Willst du noch eins im Kofferraum haben? Kommst du mit? Jo. Das war der geizig. Eben hat er gemeint, hat er noch mehrere. Ja. Ja, weil er gerade einkaufen. Vielleicht hat er ja genug getrunken. Deswegen talkert er auch so. Und wenn wir noch gerade reden, kann es doch alles in Ordnung. Ja, da war er die ganze Zeit mit seiner Waffe rumgelaufen. Tja, als Arzt hat man, glaube ich, Übungen drin, ne? Immer morgens schön den Kaffee und so, das härtet ab. Oder er hat von damals noch genug hier Infusionen mitgenommen. Ich weiß nicht, ob die schon ausgetrunken haben. Also, falls ihr noch Bier übrig habt, dann stoße ich mal an mit euch. Ich hab schon leer. Also Prost. So kleines Fläschchen Bier hält er nicht lange. Bitte? Ja. Ja, abwarten. Ich sag ja, kommt drauf an, mit wem du da sprichst. Alles klar. Wollen wir den Laden noch auflassen oder? Tschüss. Meinst du? Tja. Wie ist er jetzt nicht mehr so, ne? Ja, genau das Gefühl habe ich nämlich auch. Ich hab da zurückgerufen. Ach was, Chris, was hat er gesagt? Was? Du hast versucht, mich zu erreichen, ja? So, ja, wir haben alle versucht, dich zu erreichen. Oder wir können auch einfach den Grill anfeuern. Ja, wir brauchen dafür noch einen Grill. Und einen coolen bei den Kürbissen? Pff, weiß nicht. Da war doch ein schöner, vernünftiger Grill. Ja, ich dachte mir so... Das ist eigentlich auch ganz angenehm da, oder? Beheizter Pool und geil und so, dachte ich. Na gut. Müssen wir nur einen beheizten Pool finden jetzt. Oh, ey, jetzt fängst du mit was an. Ah. Oh, warte mal. Weißt du noch, wie es früher war, Diego? Hm. Mit U-Booten im Jacuzzi? Ja, das weiß ich noch. Oh. Vor allem in deinem Jacuzzi. Ja. Bah! Sind wir wieder die Insider? Ja. Sorry. Okay. Was ein U-Boot ist, kannst du dir bestimmt vorstellen im Jacuzzi, oder? Ja, guten Tag. Ja. Hi. Mein vermisster Sohn der Sonne. Ja. Bitte was? Also U-Boot im Jacuzzi kann ich mir vorstellen, was das ist. Ja, das reicht, wenn das nicht ganz stabil ist. Es gibt. Ich hab's versucht rauszukäschern, hab's damit nur zerkleinert. Das war nicht cool. Oh. Boah. Wow. Das war nicht geil, ne? Hat's wohl keine gute Bindung gehabt. Es hat sich ein bisschen im Wasser verteilt, ja. Ach. Ja, da wollte auch keiner mehr rein, erstmal für eine Woche, mindestens. Kann ich. Musst du Wasser wechseln. Gleich, ja. Also.
Also es gibt ein Weinwood-Hill, ein großes Haus mit zwei Pools, die beheizt und eine großen Outdoor-Küche. Ja, ja, gut, aber wir brechen nirgendwo ein, aus oder? Aus Friedensbruch, Fragezeichen? Das Haus steht leer. Weißt ja, du das ja, genau? Nee, nee. Ja, weiß ich. Ja, lieber Hotelpool oder wie sowas. Hast du die Familie, die da drin gewohnt hat, vielleicht irgendwie verschleppt? Was habe ich gegessen? Oder so? Nein, also for sale Schild drauf. Mhm. Also wenn Ben plötzlich eine neue Wohnung hat und uns dann zur Grillfeier einlädt, dann wäre ich vorsichtig. Ja, ja, glaube ich auch. Grillfeier. Gibt's kein öffentliches Moment! Pacific Bluffs? Ist da ein Grill? Nicht. Weiß ich nicht. Gab's nicht. Oh, da müsste ich erstmal gucken, hinfahren, ob da nicht irgendwo was war. Aber wäre doch ein Plan schon mal, oder? Ansonsten. Ja gut, die Range ist auch kritisch. Ein Beizer Pool wäre schon cool. Ja. Ja, Pacific Bluffs. Was war aber das ich weiß denn? Nicht, ob da ein Grill ist. Woher kam das? Nee, keine ich glaube nur woher. Keiner hat keine. Verdammte Scheiße. Weißt du, ob dein Haus, dein altes, verkauft ist mittlerweile? Boah, uff. Weißt du, wie lange ich da schon nicht mehr war? Keine Ahnung. Ich habe da auch noch nicht aufs Türklingelschild geguckt. Hm. Alter, da kriege ich Schmerzen, wenn ich da hinfahre. Wenn ich das Haus wieder sehe. Mal schauen, ob ich sie wegkaufen kann, einfach nur mich zu ärgern. Mach mal. Kannst du haben. Ist ja langweilig so. Da habe ich mit meiner Ex gewohnt. Ist dir bewusst, ne? Die mich betrogen hat. Ja, und? Da muss ich jetzt nicht unbedingt wieder einziehen. Gibt so schöne Strandwohnungen. Zum Beispiel. Viel Spaß beim Zunahmen. Aber das Haus in Richmond, das war schon schön. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Eine Wohnung am Strand ist auch richtig schön. Nee, das Haus in Richmond war schöner. Nein. doch. Doch, doch. Nein, kenn ich. Kann ich nicht sagen, ich kenne das Haus nicht. Gibt nichts Schöneres, als irgendwie aufzuwachen, nicht. Dann guckst du aus dem Fenster und dann siehst du das Meer. Doch, ja, es gibt er hat immer den Studenten nachgeguckt morgens, ne, am Sportplatz. Gibt definitiv was Schöneres. Nein. Doch. Tiefen-Yoga? Ja, quasi. Der Partner, der neben einem liegt. Das geht halt echt rum, ne? Ohne Witz. Oh. Hast du jetzt Geschmack gefunden daran, oder was? Ja, schon. Wieso, Zack wusste das doch schon länger. Ja, der hat ja... Der war doch voll druff auf dem Alienplatz. Ja, der hat... Also ich hab auch vielleicht mit Chiara... Also, Ja, ihr beide habt das sowieso schon praktiziert und trainiert. Ja, ja, vielleicht vor Zack und vor Chris. Was so? Okay. Na dann. Ja, ihr wart ja schon weg. Selber schön. Ich habe angezogen, deswegen war es langweilig. Ja, ja, das will ja keiner sehen. Das ist ja langweilig, eben. Boah, wow. Das schlappt jetzt nicht lang. Catchen kam auch noch auf, die Idee, den Abend. Aber da haben sie sich ja wieder nicht getraut. In der Wüste wird es mit Schlamm auch schwierig, ne? So, jetzt lass uns mal bitte weiter überlegen. Pool mit so. Grill. Ja. Öffentlich. Ich kenne mich hier nicht so aus. Weiß nicht, ist der Pool bei dieser Ranch Pool. Öffentlich? Was für eine Ranch? Und da gibt es so ein bisschen außerhalb so, wenn du bei der Rennbahn da so lang fährst. Nicht den Highway, sondern die andere Straße hoch. Da ist eine Ranch. Die öffentlich ist die Ranch. Das ist eine Ranch. Ranches sind nicht öffentlich. Ja. Ach. Da werden, glaube ich, Tiere gezüchtet, ne? Ja. Da ist rund um die Uhr Attacke. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Grill doch, oder? Doch. Ist ein Grill? Ja. Der Friedhof wäre öffentlich, ne? Das ist auch ein schöner Teich. Beheizt er ist nicht so. Keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Ist kein Problem. Ich glaube eher nicht. Wir können auch das Hafenbecken nehmen, kein Problem. Ja, genau. Hm, schön. Oder wohnt irgendjemand ein Hotel, wo die einen Pool haben mit Grill? Bei uns leider nicht. Also Richmond? ich wüsste, wo ein... Nee, nicht Reese. Doch, wobei ja, Reese soll auch groß, immer noch einquartiert sein. Nein, nicht mehr, das waren noch 4 Tage. Tyler wohnt in Richmond. Auf jeden Fall Tyler und Kiwi, ja. Die wohnen dann im Hotel. Sind die überhaupt wieder da oder sind sie nicht da? Müssen wir halt erstmal einen Grill kaufen irgendwo, ne? Ja, wenn wir schon einen fertigen Grill irgendwo haben, ja, dann ne? Wenigstens Kohle. Die lässt er draußen nicht stehen. Ja, das ist richtig.
Ansonsten legen wir einfach ein Gitter hier oben auf das Ding und dann passt das auch. Meinst du? Ja. Boah, der kleine Lagerfeuerchen am Strand, ich glaube, da kannst du dann. Ich piek's mir da nicht mein Fleisch auf ein Stück Stock und mach da, ne? Das habe ich keinen Bock drauf. Oh, Stockbrot. Das wäre natürlich geil. Aber ich bin zu faul. Aber wir wollen Stockfleisch machen. Ne, Fleisch. Ohne Brot, so. Dann würde ich sogar auf Fleisch verzichten. Stockbrot, wirklich. Was? Ja. Da bin ich raus. So, Fleisch ohne alles ist in Ordnung, aber. Ja, wollen wir ein bisschen rumfahren und was suchen jetzt? Oder hier rumstehen bringt auch nichts. Kunden kommen keine mehr oder was? Ja, gehen wir von aus. Sieht halt nicht so aus, ne? Und wenn, wahrscheinlich wird das Telefon dann gleich Sturm klingeln, sobald wir hier weggefahren sind. Ja, aber dann kommen die Kunden wenigstens von da, geht Klassiker. Auch. Ja, gut. Dann können wir ja was suchen. Dann suchen wir was. Ja. Sheila? Okay. Was? Spring hinten rein. Okay. Also ins Auto reinspringen, nicht draufspringen, ja? Oh, eine Beule mehr oder weniger ist auch nicht das schlimm. Wäre entweder auf die Rücksitzbank oder Kofferraum. Kannst du dir aussuchen. So, frei, so nett so bin ich. Also wir jetzt da hinten nicht mehr durchfahren, oder was? Glaubt halt echt, ne? Zack, willst du ein Auto oder wie ist die Lage? Ja, also ich wollte jetzt es nicht gleich übertreiben mit dem Lenken, ne? Also, was ist jetzt sein Begehr? Willst du jetzt hier mitfahren? Ich würde mitfahren, solange dieser Platz noch nicht belegt ist. Okay. Diego, solltest du jetzt jemand anders abholen wollen, dann würde ich natürlich auf mein Moped umsteigen. Diego, würdest du Chris schon mal Bescheid sagen? Oder Ila, kannst du das auch machen? Ja, von mir aus. Mir ist das egal, irgendeiner, damit er schon mal grob Bescheid weiß. Der Wichser, Alter, ich breche die Beine, wenn er mich noch einmal ablehnt, ne? Ja, dann ist er vielleicht gerade im Gespräch mit dem. Nee, ich dachte doch eben nur mit Frauen, der blöde Wichser. Ist doch in Ordnung. Wie hat er auch gesprochen, ja? Ja, was sagt uns das? Ist das Persönliches? Danke für die Schützenhilfe. Ja, Wichser. Okay, also braucht halt jede Hilfe, ihr kriegt, ne? Hä? Er war gerade noch bei mir unten am Ammunition. So, hat jetzt jemand eine Hotelidee, wo wir vielleicht? Wann waren das? Ich denke, es waren hier Richmond, oder? Pool auf dem Dach irgendwie geil. Es war hier irgendwo so ein Hotel, wo man ganz gut eigentlich hätte feiern können. Das weiß ich nicht. War das schon so lang her? Ich kenne so ein Hotel, da sind so kleine Bungalows und so. Und ein Pool. Also wird es eine Grill-Poolparty, ja? Ja, möglich. Oh. Wäre halt mal Abwechslung. Aha. Aha. Für dich nicht? Also nein. Gut, dann lass mir das und geht einfach irgendwie, weiß nicht. Okay. Crossgolf spielen in der Stadt oder so. Crossgolf. Die meisten Scheiben zertrümmert, gewinnt, würde ich sagen. Oh, Chris ruft an. Oh, Entschuldigung, bin ich aber auf Ablehnen gegangen. Ach, traurig. Upsala. Natürlich. Ja, mit dem Finger verrutscht. Guten Tag, Karten am Apparat. Ja. Okay, die Kohle ist gut. Wunderbar. Wir haben vielleicht gerade vergessen, das Fleisch zu holen, fällt mir gerade ein. Da war was. Oh, er ruft nochmal an. Oh, wir ausgerutscht. Ja, da müssen wir selber aus dem Laden holen. Upsala. Dann sucht ihr mal weiter. Oh, jetzt habe ich schon. Oh, ich krieg einen Anruf. Ich hab aber auch Fettfinger, so eine Scheiße. Hi.
Alles okay? Suche gerade, wir wollten eigentlich nur Bescheid geben, dass wir gerade nach einer Location suchen bezüglich Grillen und Pool und so. Ja. Hat er eine Idee? Ich hab gleich eine Idee. Du bist am Stadtpark. Fahr gleich mal links. Ach, das ist natürlich schön. Du hast ja nur ein Bike, ne? Wird schwierig mit Fleisch. Okay, Weiter geradeaus. Ja. Ila, wir können dich rauslassen, dann holst du mit ihm zusammen das Fleisch aus dem Laden. Oben ja, rechts? Dann schmeiß mich an der Garage raus. Dann... Oh. Das war. Wow. Ja, dann warte am Stadtpark. Ich werde irgendwann rausgeschmissen und dann komme ich mit dem Auto rum. Müssen wir das Fleisch holen. So. Wir sind noch nicht vorbei dran. Ich schmeiß da mal kurz Ila bei der Garage raus. Siehst du das große schlossähnliche Gebäude da? Ja, ich werde dich schon finden. Deine rechts Haare daneben ist, glaube ich, so ein. Ja, so ein Erholungs. Ja, Dings. Setz hier die oben. Cap ab, dann erkenne ich dich sofort. Hier links quasi, hinter den Mauern. Ja, warte. Fahren wir gleich mal hin. Fleisch holen, oder? Ja, ja, wir schicken ja jetzt Ila los, mit Chris zusammen das Fleisch zu holen. Okay. Ja. Ja, Rated, ja, ich weiß. Ila. Ne? Ja. Bis gleich. Tschüss. So. Meinst du? Mhm. Achtung, Cops hinter uns, fahr nicht zu schnell. Wollen wir nochmal gucken erstmal, oder? Ja, ja. Okay. Chris holt ja jetzt das Fleisch. Ja. Und wir gehen da gucken. Immer noch hinter uns? Ja, ja. Fahr mal weiter. Oder hier rechts, ja, ne? Ja. Und dann hier rechts rein. Vielleicht können wir uns da einfach mal einmieten. Fahren wir mal hoch. Bestimmt nicht billig, Alter. Drauf geschissen. Auch direkt hoch. Schön. Setzen wir von der Steuer ab. Ach guck mal, kannst du sogar rein. Parken. Gar nicht mal schlecht, oder? Okay. Schauen wir mal an. Hier kann man sich auf jeden Fall mal treffen, würde ich sagen, auch, oder? Wo ist Zack? Ich glaube, er ist während der Fahrt mal ausgestiegen irgendwo. Ich weiß nicht, er muss wahrscheinlich auf Klo. Der packt mal einmal kurz an der Ampel und der springt raus. Ja, ja, ich hab's auch erst später bemerkt. Ich dachte mir, gut, wird schon seinen Grund haben, ne? ich hab die Telefonnummer 6 auch nicht. Ich auch nicht. Da wird sich jetzt in die Kundenkartei ja, gucken. Er wird sich schon melden. Okay, okay. Okay. Machen wir auf der Firmenkasse, sagst du, ja? Ich hab Fleisch jetzt schon bezahlt, jetzt bist du dran. Sieht gut aus. Boah, sieht sehr gut aus, würde ich sagen, oder? Wo stellen wir den Grill hin? Platz genug. Okay, ich ruf mal kurz Ben an, der soll auch noch einen Grill besorgen. Ja. Aber das kann man machen hier, oder? Ja, ja, ja. Die Werbung da ist vielleicht ein bisschen too much, aber naja. Was ist too much? Die Werbung. Dezent. Oh. Oh Gott, hab ich völlig übersehen. Ich hab Arsch da. Ja, kann man ja mal machen, ne? Esteban, hallo? Ja, was geht? Ich hab mal kurz eine Frage. Ja. Also ich hab gehört, wegen Waffenschein muss man sich irgendwie anmelden oder so. Genau. Also, dass man erstmal zum Ammunition kommen muss oder irgendwie sowas in die Richtung. Genau, das wäre dann zu mir oder meinem Kollegen und dann tragen wir dich in die Kartei ein und okay. Dann kannst du halt mal einen Psychotest machen bei den Medics, jo. Bei den Cops ein Führungszeugnis anfordern und dich bei der Justiz nochmal melden. Ja, okay, ich gebe mal eben kurz deine Nummer durch zu den Kollegen und der wollte das dann machen. Okay, gerade haben wir nicht mehr offen, wir hatten eben auf. Achso, aber wann geht das denn mit diesen Anmelden und sowas? Das geht immer, wenn wir aufhaben. Und wann habt ihr auf? Also so ab 20 Uhr meistens, teilweise auch früher. Also habt ihr gerade nicht auf? Gerade nicht mehr, wir waren halt da jetzt dreiviertel Stunde, glaube ich, am Stehen und dann kam keiner mehr, deswegen, ne? Ach so. Irgendwann machst du halt zu, ne? Könnt ihr nochmal kurz aufmachen oder so, oder geht das nicht? Ich muss mal gleich mal abklären, aber man könnte vielleicht noch was machen.
Okay, wie gesagt, ich gebe mal kurz die Nummer weiter und dann ruft gleich noch mein Kollege an. Jo, mach das. Okay, Mann, dann peace. Bis gleich. Wo ist denn der jetzt hin, der Alte? Carlsen? Ist jetzt weggelaufen oder was? Wo ist der hin? Ich habe gar nicht mehr darauf geachtet. Ja, nö, ich glaube, der ist da ein bisschen AFK wohl. Aber Pool kann man hier machen. Auch schon ein recht fettes Hotel. Aha, da höre ich doch was. Unten steht der Idiot. Schön, dass er was sagt. Ja, das habe ich gerade. Such dich, du Idiot. Okay. Ja, sie soll auch ein Bikini mitbringen, ne? Ich meine, sie weiß schon Bescheid, aber... Ja, die sollte mit Chris zusammen das Fleisch holen. Okay, gut. Also. Pinewood Hills. Du kennst den großen See. Okay, gut. Ja, bis gleich. Was ist? Das zu erklären, wie man hierher kommt, ist schwierig. Sag doch mal diesen verkackten UFO. Ja, wenn das aber keiner weiß. Ist ja auffällig genug, oder? Ja, eigentlich schon. Tigilala Richtung Osten. Fertig. Bis das UFO kommt. Und davor dann links. Dieses fette Schloss eigentlich Hotel halt einfach. Ja. Aber heute machen wir nicht mehr auf, oder? Nee. Kurz vor der Wahl. Kunde? Ja, gerade auch wieder. Wegen gleichen. Ich Esteban? Sag's doch immer. Hey, was geht ab? Hier ist der Simon. Hi, Mann. Hey, ich hab die Nummer. Ich glaube, ein Kollege von mir hat gerade mit dir telefoniert. Den Waffenschein machen. Kann gut sein. Hey, wie sieht denn das aus? Was muss ich dafür machen? Kann das jetzt noch passieren und alles? Dafür musst du erstmal bei uns beantragen. Aber heute haben wir geschlossen. Deswegen am besten kommst du morgen nochmal vorbei. Hey, um wie viel Uhr? So ab 20 Uhr rum. Ja, und das kannst du jetzt echt nicht machen. Das kann ich heute echt nicht machen, ne. Ja, wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Ja, okay, schade, dann komme ich morgen vorbei. Ja, kein Problem. Ja, dann bis morgen. Ja, bis dann. Halt Schuss. Ciao. Das klang wieder von einer von diesen Spackos, die uns schon mal ausgeraubt haben, weißt du, so in die Richtung auch. Ach. Yo, Peaks. Hau, tschüss. Und wie die reden da, weißt du? Naja. Kannst du wirklich nicht machen, wirklich nicht. Ich bin auch so. Nein, Mann, du Lappen. Vor allem wollte eh nur was beantragen, das bringt nichts. Meinst du, also, wenn ich Chris jetzt nochmal wegdrücke? Nein, lass das. Ja, es ist. Jo, wo seid ihr? Bist du gerade hier auf dem Motorrad? Nee, ich bin in einem etwas hässlichen Auto unterwegs, aber das nur um das Fleisch zu holen. Weißt du, was Tikilala ist, ne? Ja. Wenn du nach Richtung Osten die Straße weiter hochfährst. Warte, lass mich erst zum Tick. Ja. Du kennst doch dieses hässliche UFO-Restaurant, da wo so ein UFO drin steckt. In der Stadt oben? Ja. Ja, das ist richtig. Quasi da, Richtung Tikilala, direkt gegenüber hinter der Kreuzung, da ist ein riesiges Hotel mit so schlossähnlich so. Da stehen wir in der Einfahrt. Okay. Ja, ich, der wenn ich irgendwas ist, dann frage ich nochmal nach. Ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal in Richtung. Warte mal kurz, was soll er mitbringen? Badehosen, für uns auch. Bring Badehosen mit für uns. Und für dich. Badehosen? Ja, Badehosen. Die kriegen wir hier.
Okay, für uns. Ja, ihr habt alle dieselbe Größe wie ich, denke ich mal. Ha? Standard. Oder, ist Gummizug also irgendein Standardscheiß. Ja, ich wollte gerade sagen, du siehst jetzt nicht so aus, als hättest du eine Wampe, aber Paul hat da so einen Rettungsring. So, ich glaube für ja, den Paul hat einen Rettungsring, hast du, ja, mach eine Größe für ihn. Fickt euch alle. Hast du was er gesagt hat? Nee. Fickt euch alle. Ich lauter sagen, Olle Butterfinger, der. Ah, ich hab das Fleisch aber schon sein, im Koffer. Nicht, dass er wunderbar. Der heult gerade rum, warte, aber wir sehen uns dann, ne? Ciao. Ja, alles klar, bis gleich. Kriegt doch gleich einen in die Fresse. Ja, wenn ich trainiert, krieg ich Rettungsringe, ne? Und das kam diesmal nicht von mir, ne? Also ich bin da fein raus. Ist das richtig? Ja, gleich einen in den Nacken geben, so. Genau so. Guck mal, da ist er doch. Ben hat das direkt verstanden. Hi ho. Wo hast du Erik und Zack gelassen? Ich habe beide noch nicht aufgetrieben. Okay, gut. Der Grill ist da? Der Grill ist hinten drin. Wunderbar, sehr dann gut. Fahr mal auf. Warte kurz, ich steig mit ein. Ich helfe mit ausladen. Meinst du, lassen so ein Auto da rein in die Garage? Ja klar, wir zahlen dafür. Oh, ist ganz cool hier. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel voll so eine coole Garage ist. Das ist richtig geil. Mal sehen, ob Butterfinger das richtig findet hier. Le Butterfinger. Ah ja, wie war denn euer Tag so? Ganz entspannt, konnte man machen oder eher so, erzähl doch mal. Meiner war so durchschnittlich. Hätte morgen lieber, viel lieber noch im Bett gechillt und gepennt. Ja, bitte. Brauch Kippen, bring auch Kippen mit. Hallo? Yo, Diego hier. Yo. Ich brauche Nachschub im Kippen. Kein Problem, bring ich mit. Danke. Nur Kippen? Sonst eigentlich, ja, vielleicht ein bisschen Alkohol noch, ne? Bring ich mit, kein Problem. Perfekt. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Der braucht wohl noch. Ich will mal ein bisschen Aufbau helfen, ne? Hat er noch Hilfe, oder? Nö. Haben wir jetzt links rum dann unter dem Schirm gestellt. Und was hat er für einen Grill besorgt? Einen großen, vernünftigen. Halt so ein America-Ding. Also Smoker-Richtung. Wenn er sich meldet. Respekt, hätte ich nicht gedacht. Glaube ich. Das ist so ein Smoker-Ding, glaube ich. Ja. Ah, cool. Ich pack. Und du kannst dann auch hier drin parken dann, ne? Ja. Ja, ich hole noch eben die Kohle raus und dann. Auf die Schulter der großen Sack. Das ist ganz toll, ne? Ich denke 20 Kilo reichen, oder? Ja. 20 Kilo was? Kohle? Ja, vielleicht. Gucken wir mal, ne? Das ist gerade so eben so. Ich gehe mal wieder eine Straße runter, falls über 100 Kilo Fleisch, ne? Also ja, komm mit. Das ist Fleisch für hier $850, ne? Mal eben. Also ich habe da ja auch noch ein bisschen was weggeschnipselt und so, ne? Das hast du ja auch nicht vergessen. Ich habe das Fleisch ja noch schön gemacht. Genau, weil es scheiße war, hast ja recht. Hallo? Haben wir ja nur bei Metzger geholt extra. Das gute Fett weggeschnitten, ja, jetzt schmeckt es noch nichts mehr, ja? Ah, wird schon. Ihr habt ja die beste Marinade Los Santos mitgebracht, habt ihr ja gesagt. Angeblich, ne? Ja, ich hab sie benutzt. Probieren wir mal, ne? Und was hat der Butterfinger jetzt dann noch gesagt? Und auf dem Weg, ja? Ist auf dem Weg, ja. Er und wer? Habe ich nicht gefragt. Ila. Oh Mann. Sollte noch wer kommen? Ja, Chiara. Ah ja. Ila war das Butterfels, oder? Ja. Ah, okay, ich war nicht mal ganz sicher.
Namen und so, ne? Ja, Schall und Rauch. Mhm. Tja, wir morgen so da, ne? Aber naja, Pech gehabt. Ja. Hast du bei Lynn auch schon probiert? Ah, wahrscheinlich du, ne? Bis jetzt schon. Vorhin. Ging auch nichts durch. Hm. Na, und einen anderen wollten wir ja ein andermal machen, ne? Hm? Ach so. Von mir aus können wir den auch einladen. Meinst du? Haben wir genug Fleisch dafür? Warte kurz. Jo, jo, jo! Jetzt tut er wieder einfach jung und cool. Okay. Hä? Ich hab sie schon angerufen. Also ein paar mehr Leute nebenbei kennenlernen, die nicht Kunden sind. Ja klar. Ja, ich war erstmal auf der Suche und dann habe ich angerufen. Aber sie hat dann irgendwie aufgelegt und wollte dann mit Ila irgendwie telefonieren, was weiß ich. Und hat gesagt, sie ruft zurück. Okay. Also, hör zu. Was für ein Suburban? Okay, du weißt, wo das Tequila-La ist. Du bist an einem Suburban. Fahr. Rockford Plaza. Ach so, ja, okay. Ja, dann fahr die Straße nördlich nach oben Richtung Vinewood Hills. Und dann siehst du links auf der Seite das lila beleuchtete Lokal, was wir meinten mit dem Ufo, was auf der anderen Seite dann drin steckt. Aber da musst du dann links abbiegen. Nordwärts. Vom Rockford Plaza nach oben nordwärts. Ja. Ja, fast bis es sich da komisch aufgabelt, sag ich mal so. Bis du zu dieser großen Kreuzung kommst mit dieser dicken, fetten, großen Hauptstraße. Sag mal, Ben. Ihr habt ja. Hast du hier die Nummer von Ila? Von wem? Von Ila. Nö. Dann fahr mal Richtung Richmond. Ich hab noch nicht gespeichert. Alter, das ist so ein riesiger Wohnkomplex, wo wir da dran stehen. Hotelkomplex. Sieht fast wie so eine Burg aus. Ja, jetzt sehe ich Motorräder. Ja, gut. Ja. Du hast echt eine Orientierung wie so ein... Ja, wie Bagger. Habt ihr eure Bikes da hinten in der Garage drin stehen? Jo, einfach da rein. Da sind die Autos drin. Wir stehen sogar vorne an der Straße. Ja, sag mal, wo du jetzt gerade bist. Grünstreifen, bist du jetzt schon in den Hills oder was? Butterfinger oder? Ja, Butterfinger. Ich hab noch gesagt, bei dem UFO. Du bist am Richmond Hotel? Wow. Okay, dann fahr die fette Straße bitte einmal komplett in. Links. Kann man sagen, Osten und Westen sind. Ist genau andersrum. Und dann fährst du Richtung Osten die ganze Zeit, richtig? Gut, und dann fährst du so lange, bis du das fucking UFO auf der rechten Seite siehst und auf der linken Seite stehen wir dann. Glaubst du, der findet uns?
Ich bin noch nicht so sicher. Ja, fahr mal, bis du das fucking UFO auf der rechten Seite siehst. Dagegen werde ich. Vielleicht für diese 5 Dollar. Wenn du bergauf fahren musst. Und wenn die Straße sich so komisch aufgabelt. Ein Pinko? Ja, fahr weiter. Takolad, ja, weiter. Weiter. Okay. Und dann musst du gleich so eine goldene... Stopp, links! Links! Ja! Ohne Navigation. Ich hab gehört, das 5 Dollar für mich. Ja, komm her. Boah! Sag doch Orientierung wie ein Bagger. Bitte schön. Na also, geht doch. Sehr schön. Ja, alles klar, dann mach mal Platz. Was fährst du denn da? Frag nicht. Schon ist unser Pantoffel. Erik? Ja? Magst du mal den Helm absetzen? Natürlich. Mensch, Paul? Kann ich ja nicht mit ansehen, ne? Paul? Was war die Nummer von Ila für mich? Frag mal Chris, ich muss erst mal Chiara anrufen. Ich hasse dich, geh einfach verrecken. Hast du nicht, oder was? Nein. 845? Ja. 312. Was hat's denn für einen Nachnamen? Das Mann, weiß Mann, ich nicht. Mann, war das ein Akt, ey. Passt. Was? Was fährst du da für ein komisches genau Ding? Das ist ein Leihfahrzeug. Ja, okay. Okay. Als ob ich sowas fahren würde. Habe ich also ja gerade gesehen. Oh, also Moment. Ich glaube, wenn man dich schnappt, ja, bitte, und irgendwo in der Wüste aussetzt, findest du die zurück. Meinst ich bin du? Jetzt hier, wo Party sein soll. Ihm glaube ich das. Soll ich dich abholen? Der läuft im Kreis und verreckt dann. Hat er gerade wirklich gefragt, ob er jemanden abholen soll? Besser nicht. Da ist die Party schon vorbei. Oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann bleib einfach an der Ecke stehen, wo du mich aufgegabelt hast. Okay, bis gleich. Ich glaube, er hat einen Platten gleich. Was haltet ihr davon? Ich bin mir sicher, dass du. Ich hol mal eben die Besitzerin findest? Des Fahrzeugs wieder ab. Ich, ja. Ich geb mir Mühe. Bin gleich wieder da. Ich geh mal die Frau abholen. Oh Mann. Wer ist das überhaupt? Ja. Das ist Chris. Butterfinger wurde mir gerade genannt. Ja, genau. Butterfinger. Wieso? Als Butterfeld. Ja, okay. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Moment. Deswegen jetzt. Spitzname Butterfinger. Das bringe ich mit so ein. Gar kein ruhig damit auf den Sack, das finde ich toll. Also wie ich das verstanden habe, ist das ein alter Freund von euch, oder? Ja, richtig. Boah, das ist so richtig, ne? Ja. Weißt du, das ist, wenn du Frauen hast, dann musst du ständig den alles hinterher tragen, ne? Boah, ne. Okay, ich wette diesmal 10 Dollar, dass er nicht alleine zurückfindet. Komm, machen wir es mal ein bisschen größer. Machen wir 50, okay. Oder? Ich hab gerade gut 50, muss ich aber gar nicht holen erstmal. Okay, ich wette 50, dass Herr Carlson vor ihm wieder hier ist. Ich wette, dass er alleine hier hinfindet jetzt. Und mit Frau. Ich wette dagegen, Diego. Ja gut. Und ihr wettet keiner, du hast Pech gehabt. Na. Solange wir die brauchen, wird es aber gar nichts mehr, ne? Boah, und hier soll auch ein Grill stehen, oder? Nee, ja, genau. Den Grill hab ich zwischendurch besorgt. Wollen wir nicht einfach irgendjemanden mal verprügeln oder sowas? Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Ich habe extra einen großen Grill besorgt, ne? Mhm. Und er hupt mit dem Ding noch.
Gott. Der nächste Liebeskranke. Ich geh mal telefonieren. Mach das. Ja, hallo. Hi Drago, Diego hier. Morgen, Kollege. Na, wie geht's dir? Ja, ich bin ein bisschen deprimiert heute. Wieso? War ein scheiß Tag. Hast du Korb bekommen oder was? Ja, so in der Richtung, richtig. Okay. Wie geht's den Jungs so? Und denen geht's soweit auch gut. Hört man gerne. Alle ein bisschen, ja, am Chillen. Ja. Okay. Bei dir auch alles in Ordnung, ja, laufen ja. Die Geschäfte. Ja, wir hatten jetzt mal ein bisschen aufgehabt, aber irgendwie sind die Leute, die rufen irgendwie alle an, wenn wir zumachen oder so, also die Spinner. Wahrscheinlich extra. Wer weiß, keine Ahnung. Ja, eben war wieder einer dran, wo ich mir so dachte, schwierig. Mhm. Klang so wie so ähnliche Idioten, die uns schon mal überfallen hatten und sowas. Ja, dann machen wir allein jetzt mal nicht auf für die, so weißt du, das ist ein bisschen zu knifflig. Ja, könnten wir geschäftlich vielleicht wieder was machen. Hast du da was vor, oder? Ja, so. Ja, vielleicht sollten wir nichts über Telefon reden. Ja, sind alle da, oder? Ja, also wir sind bestimmt noch ein bisschen da hier. Ja. Könnte man später mal drüber reden, aber nicht am Telefon. Aber so ist später. Es, Kollege. Ja, ruf sonst, du durch, wie ist wenn euer Zeit Feldzug hast. Gegen... Du weißt schon? Ja, nicht so erfolgreich. Probleme auf eurer Seite oder eher passiert nichts? Wir finden dieses Loch nichts, wo die Ratten drin sind. Ich dachte, das Unicorn. Wie, wirklich? Nö, ich dachte, ja, keine Ahnung. Das ist ein Laden, ne? Also ich würde ihn da erwarten. Ach so. Nein, gar nichts. Und sonst mit der anderen Truppe, die mit dem rumrennt, alles okay? Oder habt ihr da Probleme? Ja, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall geschaut. Aber sonst lass später treffen. Na, kann man später machen. So ist das, Kollege. Gut, dann grüß mal. Mach ich. Bis dann. Tschüss. Ach ja, der gute Drago. Kleinen Waffendeal wäre auch mal wieder lustig, ne? Was ist das denn bitte? Hm. Schon wieder einer? Ach, das ist Chris. Oh, ich kann meine 50 Dollar abholen. Sehr schön. Bin ich ja genau pünktlich zurückgekommen. Okay. Ja, Ben, hier in die Tasche. Ich hol den Nugget. Warte, ich muss ihn holen. Ich hab's klingeln gehört. Leicht habe ich noch nie Geld verdient. Ja, schönen guten Tag. Ah ja. Eines Tages. Was eines Tages? Eines Tages wirst du mit mir auch mal Geld verdienen, wenn ich mir eine Axt hol. Was? Ja. Ne, war gerade nur so ein lauter Gedanke. Willst du Holzhacken? Okay, ja, gerne. Ja, ja, nee. Vermiete ich dich. Mal, ich bin öfters mal oben im Norden unterwegs, im Wald. Das ist schön. Oh, das war so schön. Wir sind vollzählig, wir können nach oben. Ja, dann hopp. Oder? Ja. Das ist die Bowlingkugel. Die Bowlingkugel fährt nochmal. Ja, der hat gegen mich noch ein Wetter verloren und holt mein Geld. Oh, wer als erstes von uns da ist, oder was? Nö, ob Chris hierher findet wieder. Ich hab für ihn gewettet. Hast du nicht gewettet? Ja. Ah. Erstmal 50 Dollar gewonnen. Na, lass mal hoch. Okay. Normal finde ich ihn wieder hoch. Wenn ich einmal hier war, dann geht das. Hat er nicht gedacht. Gut für mich. Also schwer ist es auch eigentlich. Naja, ich sag besser nichts, damit belaste nur ich mich selber. Agi, vielen Dank für deinen
war schon ein bisschen blöd. Ich bin die Straße fünfmal auf und abgefahren Vielen und Dank. Sechsmal dran vorbei hier. Ja. Ja, gut. Ich habe eine Orientierung wie der Eisberg, der die Titanen... Das war ein Geschenk von Jimmy. Vielen Dank, Jimmy. Au, nämlich gar keine. Was meinst du? Ich habe nur auf meine Orientierung angespielt. Du hast nur auf deine Orientierung angespielt? Was? Oh, wow. Diese Insider immer. Hast du ja. da eigentlich irgendwie jetzt Prothesen vernünftig oder so ein Clip-Ding? Ja, ja klar. Nee. Die sind fest. Das sind, wie sagt man? Stifte? Stiftzähne? Keine Ahnung. Also fallen die nicht so raus, wenn du zu viel hustest? Gezwungenermaßen, ja. Der Gilliard hat mich gezwungen dazu. Ah, da habe ich schon gefragt, wie alt du bist? Nee, ne? Alt. Ich ja. bin 33. Ah, da geht das mit den Dritten. Habt ihr den Grill schon mal angefeuert, der da unter dem Schirm steht? Ich wurde ja auch gezwungen, wie zu noch der nicht, Haarfarbe. Nö. Erik, du hast dich gerade dafür prädestiniert. Danke. Was? Einmal nur anfeuern. Ben macht das schon. Ich grill dann. Ihr macht das zusammen. Diego, kommst du kurz? Ja. Oder auch nicht. Viel Spaß. Wettschulden sind ehrenschuldig. Ja. Bitteschön. Danke. Und worum wetten wir jetzt? Willst du mehr verlieren, oder? Mal gucken, was wir noch finden. Ich dachte, du sitzt jetzt das Fleisch. Bitte, was? Chris? Ja, das Fleisch hast du nicht noch hier was zu rauchen? Ja, klar, komm mit. Ah, perfekt. Die Redwood waren es, ne? Die starken. Genau. Ja, guck mal. Vielen Dank, Jimmy, ja. für deinen Ich hab dir mal direkt drei mitgebracht. Ach, ich weiß ja, dass du ein bisschen mehr rauchst. Wir finden noch einen zweiten Monat. Beziehungsweise ist ja auch scheißegal, ne? Dank dir, Mann. Sollte reichen für den Abend, oder? Ja. Danke, Mann. Drei Schachteln, easy. Kriegen wir hin. Ja. Perfekt. Kein Ding. Klar, Diego ist immer am Rauchen, das stimmt. Pan ist daran schuld, dass Ben keine Haare mehr hat. Also meine beide Sachen, die sind auch. Immer. Ich glaube ich auch. Und du? Easy gemacht. Was hast du gesagt? Die Badehosen. Die Badehose aus. Achso, okay. Habe ich nicht gesehen. Moleskine? Vielleicht hinter dem Karton. Wer ist Moleskine? Du. Ich hätten wir für Karte noch so ein Säckchen kaufen sollen, ne? Moleskine nenne. Danke. Wer weiß? Schmeckt das, oder Chris? Bitte? Karls hätten wir eigentlich noch ein Säckchen kaufen sollen. Wow. Zum Hochbinden. Zwei Löcher reinschneiden. Zum Hochbinden. Achso, das meinst du. Gut, jetzt hast du mich auch und nicht nur dich. Sehr gut. Ist das nicht praktischer dann beim Tauchen? Was schon um? Wie so eine Boje? Das also haben die gesagt. Erstens bin ich nicht fett. Zweitens habe ich noch keinen Ring. Wir reden um was anderes, ist alles okay. Ich glaube, er meint schon was anderes. Und drittens habe ich keine Schlepphose. Sag es ruhig, aber das wird ja eh keiner glauben. Ihr Pisa. Naja, ich hoffe, der Pool ist nicht von Holländern gebaut, sonst... Ich sag nichts. Was? Wir gerade am gucken, ob man hier irgendwo vom Dach runterspringen kann, nicht, dass gleich ein verrückter Holländer wirklich da reinplatscht. Ja, der klatscht höchstens auf die Kante. Der trifft ja eh nicht den Pool. Warum ein verrückter Holländer? Ach, lange Geschichte. Lange Geschichte, ja. War's denn dann der fliegende Holländer? Ja, der Abstürzende. Ja, der stürzt. Also er wollte von einem Dach in den Pool springen und ist zu weit gesprungen, über den Pool drüber hinaus. Oh nein! Ja. Scheiße! Willst du mein Auto nehmen? Nimm mein Auto. Chris? Komm mal kurz. Das klingt nicht so gut. Hm? Wie lief's eigentlich hier mit deinem Schein? Alles perfekt. Hab das Führungszeugnis beantragt. Ja. Psychologische Gutachten habe ich gemacht. Da habe ich aber kein Ergebnis von ihr bekommen, ob ich es bestanden habe oder nicht. Kann ich auch nachvollziehen, zum Selbstschutz. Ja. Und die Cops wollen sich bei mir melden, wenn das Führungszeugnis halt bearbeitet ist. Okay. Also so haben sie es mir gesagt. Ja. Was hältst du davon, wenn Karlsson mal ein bisschen schwimmen lassen? Das ist auf jeden Fall gleich. Hm? Das ist auf jeden Fall gleich. Finde ich auf jeden Fall lustig. Du auch? Ja. So ein bisschen. Aber bevor er sich umzieht, oder? Du, Diego? Ja.
Warum? Warum zum Fick kommen 4 bis 5 Afroamerikaner auf mich zu und machen mir ein Kompliment für meine roten Haare? Warum? Keine Ahnung. Noch ein bisschen Bier. Fanden es geil. Ja. Ich war nicht einfach fett drauf, ne? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, das habe ich mir auch erst so gedacht. Also es war ein bisschen, weiß ich nicht, komisch. Ach ja, ein Psychogutachten war gut. Bestanden auf jeden Fall. Oh nice. Ich bin ein Wolf. Was? Hast du auch mal. Ne, du hast noch keinen Schein gemacht. Kein was? Ich bin ein Wolf. Was für ein Schein? Weiß Waffenschein. Ja. Natürlich habe ich den gemacht, aber nicht so. Übers Krankenhaus. Ja, Paul meinte, es ging aus Ammunition halt direkt. Genau, das macht das Ganze ein bisschen bequemer. Ja, ich bin ein Wolf. Ernsthaft, Chris? Was? Mit Herzchen drauf? Ja. Fick ja, dich. Die hatten keine anderen. Ist doch geil. Ah. Die anderen waren pink und da habe ich mir gedacht, die besser nicht. Ja, besser. Ich hasse dich. Dann lieber rosa, roter Herzchen als rosa Shorts. Einfach mal reinschmeißen. Komm. Der zieht uns aber mit, Mann. Egal, komm. Lass es, ich will es erst umziehen. Ah, ja. Ah, Schuhe aus. Ja. Hose ja, aus. Besser ist das. So. Ich bin gerade ein bisschen sackig. Und warum? Tschüss. Ach, verdammt. Oh, hat sich erledigt. Oh, süß. Oh. Ich geh weg. Jacke dahin. Lass mal, Ben. Ach, scheiße, sind auch schon so weit. Verdammt, lass die Viper gleich reinschmeißen. Was hältst du davon? Ja, Partner-Look, ha? Wollen die Mädels gleich mal reinschubsen? Ja, die sind, glaube ich, nicht so gut gelaunt. Was mit denen? Weiß ich nicht. Hast du nicht die langen Gesichter gesehen? Ich habe keine Pferde gesehen. Wow. So, was meinst du, hä? Was meinst du? Naja, ich würd sagen... Hast ein Idealgewicht. Ist rutschig da oben. Ja, das glaube ich gern. So, mal nochmal. Arschbombe! Hoppala! Ah. Oh, ist der Körper von da oben, Alter. Ah, schön warm das Wasser. Oder schwimme ich hier nur in einer gelben... Ich frag mich. Der nee, das sieht sauber aus. Hast du das Bier dabei, Chris? Jo. Jagst du gerade Carlson oder was wird das? Alles in der Tüte. Perfekt. Ui, leicht frisch hier draußen. Ja. Auch ein Bier? Ja, warte. Hier, bitteschön. Jo, dankeschön. Oh, noch schön kühl, sehr schön, sehr schön. Ja. Wir können es ja auch ins Wasser stellen, so hinten auf die Treppe. Boah, fast schon. Bedient euch ruhig, Jungs, ne? Jo, oder warte, danke. Oh, schon ein bisschen frisch so, ne? Bisschen? Ah, haltet ab. Sehr schön. Was, solche Massagedüsen wären auch nice. Grill. Schauen wir mal nach. Ah, danke. Ist noch nicht durchgezogen. Gerne. Nee, das braucht noch ein bisschen. Ja, die Kohle, die haben wir noch nicht aufgelegt, oder? Guck mal, das glimmt doch erst. Muss das nicht so ein weißen... Ja, so genau, genau. Also wie gesagt, ich habe auch eine große Propangas-Flasche mitgebracht. Oh, perfekt. Meinst du anbrennen, sehr gut. Zum Kohle anmachen. Sagst du, machen wir ein Wettrennen auf die andere Seite? Ist ein bisschen rutschig. Wieso? Ich geh wieder ins Wasser, ist zu kalt hier, ey. Kannst du ja wieder gewinnen, ne? Wir hatten auf. Oh. So, mit Anlauf. Huch. Nicht tief genug. Wow.
Wow. So, ich renn bis hier hinten rein. Ich glaube, Chris hat es mal hart verbackt. Ey, du Penner! Stimmt irgendwas nicht, oder? Hm. Ach, ja. Werd dann gleich mal das Fleisch auflegen, ne? Ja, warte noch ein bisschen durchziehen. Schon soweit? Muss noch ein bisschen. Glut muss noch ein bisschen. Okay. Warte mal, ich nehme mal das Handtuch. Erstmal abtrocknen. Ah ja, da muss noch ein bisschen. Wo sind die Frauen denn hin? Frag mich nicht. Schlechte Laune oder sowas? Keine Ahnung. Ich bin sackig, weil die nicht die Fresse aufkriegen. Was haben die denn? Ja, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Aber die haben irgendwas oder was? Ja, was weiß ich. Die haben die Zähne nicht auseinandergekriegt, also haben sie Pech gehabt. Jetzt weißt du, warum ich mir keine Freundin anlache. Ich renne da nicht hinterher. Muss sie lernen. Ja. Und deswegen lache ich mir keine Freundin an. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ja. So. Handtücher liegen hier, ne? Ah, das Hotel. Alles klar. Jo. Ich nehme mal eins mit. So. Ah. Ich kümmere mich dann mal um den Grill. Moment. Mach das. So. Okay. Hat jemand ein Messer und kann das mal aufschneiden? Ja, wenn zwei. Okay, gut. Einfach die. Ich habe einmal ein bisschen Tupperdose und das hier ist aber in der Tüte. Hatte ich das eingeschlossen? Okay. Kann man das noch so ein bisschen in den Tisch? Danke dir. So. Gar welchen okay. Sitzposten, man nimmt alles falsch. Alles legen wir mal los. Ah, hm. Oh, ja, gut. Ja, muss mal abtrocknen, so. Ah, kann man mal machen, wa? Ja. Bin ich immer gespannt. Das, oh ja. Oh. Das ist schon mal nicht schlecht. Mann, ich hab Hunger! Ja, dauert jetzt ein bisschen, ne? Muss durchziehen. Oh. Scheißen Dreck. Könnt ihr mal aufhören zu stöhnen? Das kann man sich mal. Oh. Mit was hast du das alles eingelegt? Oh. Das ist. Marinade vom Schlachthaus. Es riecht auf jeden Fall geil. Keine Ahnung, was da drin ist, auf aber. Auf jeden Fall. Soll gut sein. Das soll die beste sein. Ja, ne? Abwarten, ne? Man sagt viel, wenn du es verkaufen willst. Ich wollte gerade sagen, wenn ich was verkaufen will, dann preise ich alles an, egal wie scheiße es ist. Ey, Diego, das Fleisch. Ey, den Metzger müssen wir uns merken. Ja. So, jetzt habe ich erstmal den Deckel zugemacht. Da ist kaum Fett drin und kaum. Oh. Ja, ich habe auch ein bisschen nachgearbeitet, ne? So ist ja nicht. Oho, oho. Ach so. Der alte Fleischkonnoisseur hier. Weh, das wird trocken, ne? Nee, guck mal, wie das da trieft vor Marinade, das Eu. Ja, Hauptsache bleibt auch dran. Und Flüssigkeit drin. Hm. Boah, da läuft ja das Wasser im Mund zusammen, echt, ey. Ja, ist schon geil. Hm? Kann man nichts sagen. Weißt du, ob mit Ila auch irgendwas nicht stimmt oder warum ist die auch nicht hier? Ja, gute Frage. Hat ein ziemlich langes Gesicht gezogen. Was haben die denn für ein Problem, Alter? Die hätten es ja auch einfach mal sagen können, ne? Ich drehe nochmal um. Jo. So, Whisky einer? Nehme ich gerne. Noch ein Bierchen, danke. Und nehme ich Whisky kommt später. Oh, das hört sich so geil an, ne? Ich glaube, ich hole mal Drago und die Jungs auch her, oder? Meinst du? Ja, irgendwie noch Fleisch. Mach man. Würdest du eben Männer haben, wenn die Weiber keinen Bock haben? Richtig. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr schön. Dann gib erstmal den Grillmeister eins. Ja, hallo. Hi, Diego nochmal. Morgen, Kollege. Hat's ja gesagt, dass ihr gerade fett am Chillen seid und so, ne? Ja, das Ganze hat jetzt einen Abbruch. Okay, also es steht gerade was an, ja? Steht gar nichts an, die gehen Jacuzzi.
Sonst hätte ich euch auch. Okay, sonst hätte ich euch auch eingeladen. Wir grillen hier fetten Smoker und Fleischgeil und so weiter, Pool und so. Smoker und Pool, wo denn? Ja, kennst du das? Näher von Tikilala, wenn du da Richtung Osten fährst. Tikilala im Osten. Ja, wenn du von Tikilala aus Richtung Osten fährst, da ist da so ein Restaurant mit so einem fetten UFO dran, ne? Ein Restaurant mit einem UFO dran. Gegenüber ist das Hotel, das heißt The Sentry Manor. So ein fettes Hotel sieht aus wie ein Schloss. Sentry Manor. Okay, gut, ich ruf dich dann an. Genau, sieht aus wie ein großes Schloss. Also, ne, alles da, gibt was Alkohol, trinken, Fleisch, alles. Also was zum Essen auch drüben. Naja, Essen auf jeden Fall, mehr als genug. Ja, na, voll geil. Ja gut, dann kommen wir noch einen Sprung. Mach das. Okay, tschüss, bis gleich. Jo. Der findet hier niemals hin. Drago und sowas, das geht gar nicht, glaube ich. Egal. Oh ja. Ja, Jungs, komm auch gleich mal rum. Jawohl. Hat eigentlich irgendjemand an sowas wie Brot und so gedacht? Hallo, Fleisch reicht und Bier? Ja. Mir schon, ja. Aber... Ne? Jetzt kommen wir mal nicht vor. Reicht's auch. Wir haben auch keine Soßen. Hallo, das Fleisch braucht keine Soße, wenn es eine gute Marinade hat. Also eine Knoblauchsoße? Ne, du kriegst da noch ein bisschen Salz rüber gerieselt und dann ist gut. So Zwiebeln und so eine Scheiße hätte ich ja schon noch Bock, ne? Dann wirst du richtig geil ein Fleisch essen. Ja gut. Wer hat denn Lust auf ein Ribeye? Bin dabei. Immer. Rippchen haben wir auch noch. Ein Tomahawk hatten wir noch. Filets haben wir jede Menge und noch 2-3 Grillplatten mit Mischmaschzeug. Ja, Rippchen, so. Rippchen, das reserviere ich mir. Rippchen. Okay, Rippchen brauchen aber ein bisschen länger, ne? Ja, ist dir bewusst. So. Filet und Ribeye wären dann gleich soweit. Geil. Ja, ich würde mir dann Ribeye nehmen. Gute. Ich nehme Filet, um den Magen anzuregen. Ich würde sagen, erst auf noch ein Bier. Mal steigern. Prost. So, genau. Prost. Ich will jetzt erstmal mein Bierchen. So. Ja, ja. Prost. Gutes Pisswasser. Das ist eine Moonwalk-Party, ist ja irgendwie schon, ne? Ich hab keine Ahnung. Nico, wenn du möchtest, unser Hangaround hat noch Whisky besorgt. Ja. Das ist so richtig. Nicht schlecht. Hast du den Jungs gesagt, die sollen Badehosen mitbringen? Nee, aber ich hab was vom Pool erwähnt. Wenn sie selber nicht drauf kommen, Pech gehabt. Ja, aber schon. Ich glaube, die kommen eher wegen Fleisch dann. Jo. So, ich mach mal wieder auf. Wenn sie es finden, so. Ist halt die Frage. So, Ribeye. Ja. Hier. Da. Hier, kriegst du da erstmal. Danke. So, bitteschön. Guten Hunger. So, warte. Oh, ich hab voll im Brand und richtig Hunger. So, bitteschön. Dank dir. Filet war noch gewünscht, ne? Jawohl. So, erstmal rein damit. Oh, danke. So. Ja, passt schon. Dankeschön. Oh. Boah, jetzt erstmal richtig. Alter, boah, ist das geil. Boah, geil. Zack. Boah. Ich mach ist geil. Richtig geil. Welcher Metzger war Scheiß, das? Scheiß auf Soße. Ja, welcher Metzger war das, Alter? Ich hab hier noch so grobes Salz, falls ihr wollt. Das gibt noch welcher Metzger war das? Klar. Oh, klar, ja. Bitte. Oh, geil. Auch richtig die Gabel getroffen. Wow. War der Metzger bei uns gegenüber beim Waffenladen, da. Große Metzgerei. Ah, da direkt dort. Einfach mal einen anquatschen, weißt du, der macht das dann so unter der Hand. Alles klar. Der hat uns mal eben eine halbe Kuh zerlegt und in Kartons abgefüllt. Ja. Naja, die Keule haben wir da gelassen. Aber gegen 58 Dollar für eine halbe Kuh ist in Ordnung. Boah, ist geil. Wir wollten noch Hackgack, dass wir Burger holen, haben wir verschissen. Nächste Mal. Haben wir echt vergessen. Ja, aber. Ein geiler Black Angus Burger. Ribeye ist immer besser. Burger ist nicht gesagt. Es geht über Rippchen. Auf dem Burger noch mit Gemüse oder was? Nee. Na, komm, Gemüse, willst Käse. Du verarschen? Käse, Zwiebel. Stimmt, Käse und Zwiebel. Ja, Zwiebel ist auch Gemüse. Ja, das ist kein Gemüse, das ist Fleischverbesserer. Fleischverbesserer, okay. Und ein bisschen Bacon. Und Bacon, genau. Ich dreh mal das Rippchen.
Warte, Zwiebeln und Knoblauch gibt's eine Ausnahmeregelung. Eben. Na komm. Los. So. Reicht die Kohle noch für die Jungs, oder? Na klar, 20 Kilo, ey, da kommst du drei Abende auch mit locker. Ich meine, was drin ist, nicht was daneben steht. Ach so, ja. Ich würde mich wundern, wenn wir heute schaffen, 20 Kilo zu vergrillen. Ja, würde ich mich auch tatsächlich. Dann bin ich morgen. Na gut, ist auch ein rund. Riesengrill, ne? Aha. Ja. So. Boah. Hört sich auch geil an. Boah. Riecht auch geil. Leck mich fett. So, jetzt ist der Appetit angeregt. Und nun? Das auf jeden Fall. Nur erstmal eine drauf rauchen. Ja. Wünsche ich viel Spaß. Nicht mein Ding. Immer schön das Bierchen kippen. Ah. So ein Kippchen nach dem Essen, ey. Boah. Na, nach dem Essen so geht. Kommt drauf an. Erstmal Fleisch nochmal weiter genießen. Ach, wir hatten gestern gesagt um 20 Uhr, ne? Ja, tut. Nein, tatsächlich nicht. Probieren Sie es morgen um 20 Uhr nochmal. 20 Uhr war vor. Also, ich habe auch versucht, Sie mehrfach Stunden anzurufen. Ja. Oh, Gesundheit. Morgen ist Entschuldigung. Auch kriegen wir hin? Oh. Aber besser raus als rein. Das schäumt so, wenn es so kalt ist, ey. Ja, so, Kannst auch warmes trinken, 21, wenn das besser, lieber gefällt. Gefällt. Da muss er richtig ekelhaft werden. Ja, das warmes, schon irgendwann alkoholfreies Bier. Boah, da muss ich aber ordentlich einen im Tee haben, damit ich das nicht mehr merke. Gut, das merke ich jetzt dann noch. Boah, nee. Schönen Abend noch. Tschüss. Kennt ihr Indianerbier? Nee. Nee. Das ist, wenn man durch die Kneipe läuft, sich ein Glas nimmt und sämtliche Bierreste einfach da reinkippt. Alter! Oh. Junge, du bist eklig. Das ist böse, das ist, Mann. Ich weiß nicht auch, warum du rote Haare bekommen hast. Ja, glaube ich auch, Alter. Wer so ertrinkt, Alter. Boah, nee. Scheiße, das war keine Wette. Um ehrlich zu sein, ich habe das schon mal gemacht. Boah! Das erkennst du, Indianer, ja. Der trinkt noch mehr. Ja, also ich wusste halt nicht, dass es so heiß. Ah, ich habe das schon mal schlimmer durchgemacht. Da war alles, was noch über war, rein. Auch Schnaps und so. Ach so, wo wir vorhin bei Insider waren, ne? Hm? Ach, guck mal, die Frau ruft an. Ich hab euch was voraus. Ach ja? Zack auch. Zack auch. Ah ja? Wir wissen, was Tiefenyoga ist. Ja, nee, Paul weiß das jetzt auch ziemlich ausführlich, glaube ich. Tiefenyoga? Was soll das sein? Wahrscheinlich, wenn du mit dem Sack ganz tief über den Boden schrappst. Deswegen kennt Paul das auch so gut. Das müsst ihr die Mädels fragen. Ah, okay. Ich kaufe mir einfach ein bisschen Tiefenyoga, dann geht das auch. Aber jetzt ein paar Giants und eine Gießkanne. Eine Gießkanne? Die müsste noch bei Mo irgendwo liegen in der Karre, oder? Boah. Wir wollten noch was Neues bauen. Ja, aber wir müssen uns überlegen, was? Gießkanne wäre immer böse. Regentonne? Nee, nicht so riesig. Das muss ein bisschen kleiner sein, damit der richtig schön, ne? Boah, warte mal. Was könnte noch gut sein? Nee, das wird zu widerlich. Na, das muss spontan kommen, glaube ich, so fällt einem da nichts ein. Vor allem muss man stoned sein, sonst fällt einem sowieso nichts ein. Das stimmt. Zack, warst du schon hier im Pool schwimmen? Nein. Wird ja Zeit, würde ich sagen, ne? Komm mal mit. Na klar, komm mal mit. Komm. Seid so fair und lass dein Handy und zu spät. Ich hab noch was von Handy gehört. Ach, der Arme. Ja, dann muss er durch. Komm mal, ne? Chris her, ich muss dich mal kurz umarmen. Oh, komm her. Ja, ich stell mich nicht an wegen so ein bisschen nassen Klamotten. Och Mann. Und am Grill trocknet man eh schnell. Ja. Ja, stimmt. So, legt sich gleich rein. In den Grill? Ja, pass auf. Ja, so groß wie der ist, brauchst du die Beine anziehen. Ich glaub, da hat Pissen, jemand Mann. Ein bisschen Sand in der Vagina. Da meine ich Carlsen. Was ist denn los, Mann? Erzähl. Aber echt. Boah, geh auf, du Scheißgrill. Was ist dein Problem, Mann? Oh.
So, Rippchen sind dann gleich soweit. Ich weiß, warum ich Single bin. Ein Tomahawk? Jemand? Ja, es macht das Sinn, das jetzt von dir anzunehmen? Was? Macht das Sinn, das jetzt von dir anzunehmen? Ja, klar. Erschlägst einen nicht damit? Okay. Du hast mir nichts getan hier. Ja, danke. Attacke. Jo. Pass auf, Knochen ist heiß. Ja. Er speichert die Hitze. So. Oh, riecht aber auch gut, Mann. Einmal wieder zumachen, die Kacke. Uff, los geht's. Alter, der Dicke klemmt heute aber, ne? Echt? Dann ist das aber kein guter Grill. Wenn er jetzt schon wenn sich verzieht. Der muss halt erstmal eingegrillt werden. Das ist richtig. Ja. Ja gut, ein Bulle ist gestorben, deswegen kann man durch die Gegend flennen. Was? Ein Polizist ist gestorben? Ja. Was? Was für einer? Wieder in der Schießerei oder keine was? Ahnung, was für einer. Es ging mir am Arsch vorbei, Mann. Ja. Deswegen ich hoffe nicht, der mein Führungszeugnis bearbeitet. Die macht das deswegen einen Dicken oder was? Ach, was weiß ich. Naja. Muss noch mehr hinterstecken, sonst wäre es nicht so pissig. Ach, die Tatsache, die macht mich pissig. Sowas habe ich keinen Bock. Kann man einfach mal sagen, wenn man weg, wenn man gehen muss. Ach, deswegen ist er einfach abgehauen jetzt, oder? Ja. Ja, ne? Deswegen sind die beide abgehauen. Und haben beide nichts gesagt. Ist die mir auch und die erzählen? Sind an mir vorbeigefahren, während ich, ich bin ja nach vorne gegangen. Mhm. Weil ich kurz fragen wollte, was ist. Dann sind sie knallhart an mir vorbeigefahren. Wow. Wenn er nicht schon tot wäre, ne? So, und da war ich halt ein bisschen sackig, weißt du? Mhm, ja, was macht Ila eigentlich beruflich? Ja. Die plant doch, so ein Event aufzubauen. Irgendwie eine Disco oder was weiß ich. Ah, ja, das war es. Ja. Ich war mal Sekretärin beim Security Club. Ja, das weiß ich. Club, sag ich schon. Unternehmen. Warum musst du dir jetzt unbedingt mit? Weil das so ein Frauending ist, oder? Ach, was weiß ich. Vielleicht kennt die den auch. Keine Ahnung. Hab ich nicht nachgefragt. Hat mich nicht hier. Wie ist ja der Jäger? Der Jäger ist kein Bollemann. Findet er bestimmt anders. Der ist bestimmt seiner Meinung nach. Das ist alles. Alle so zutrauen, das stimmt. Hab gehört, der gibt seiner Waffe einen Namen. Ja. Was? Gefällt was? Ihnen der Name, den ich meiner Waffe gegeben habe, Herr Carlsen? Nein. Jetzt ernsthaft? Ich gebe meiner Waffe doch keinen Namen. Das ist ein Werkzeug. Das ist doch kein Werkzeug. Ja, doch, das ist ein Werkzeug. Fragen Sie mal einen Polizisten. Ja. Ich glaube, der braucht auch eine Freundin. Ja, aber der kriegt ja keine. Das ist ja das Problem. Wer will diesen Hampelmann denn? Der ist halt echt. Welchen echt Namen hat er denn vergeben? Betty. Betty oder so. Oh. Das ist doch kein Name für eine Waffe. Ich will nicht wissen, wie er diese Waffe putzt. Das ist echt widerlich. Jetzt wird's echt ekelhaft. So, ich kann schon mal Rippchen schneiden. Ja. Wer möchte? Alle. Eine Schlange bilden. Kühler genug. Und Hose dabei anlassen. Oh. Wollten die Jungs kommen? Bitte? Der ruft an, meinte. Okay. So, noch jemand? Schmeiß mal rüber. Nee, mit Essen wird nicht geschmissen. Hier, bitte. Ach, danke. Stell dich so an. Wenn du noch welche für mich hast, nehme ich die gerne. Ja, klar. Wir haben da eine halbe... Dankeschön. Ein halber Brotkorb liegt da. Vorgedrängelt. Macht nichts. Oh, das ist ja das hat auch für Zeit. Warte kurz, ich mach mal kurz. Interessiert doch keine Sau. Ich liebe das. Ist noch was oder muss noch ein bisschen? Lang. Nee, warte. Ich wollte nur kurz zumachen, weil ich verbrenne mir fast die Pfoten, Mann. So. Nächstes Mal müssen wir uns besser organisieren. Brauchen wir noch Grillhandschuhe und sowas. Ach, Gott. Chris ist vor, ich krieg einen Anruf. So, hier. Okay. Dankeschön. Esteban, hallo. Hallo, Kollege, ich spreche Drago. Ah, hi. Ich muss dir leider absagen, das wird heute leider nichts. Kein Problem, machen wir ein andermal. Ja, morgen oder so. Bin schon pennen, viel zu oder? Fertig. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, ich rauche jetzt einen, dann gehe ich pennen. Dann ruh dich aus, Mann. Kein Problem. Alles klar, wir hören uns. Wir hören uns, bis später. Okay, tschüss. Ciao. Ist ungefähr, will ich nicht drüber sprechen. So, Rippchen. Rippchen. Ja, ist ja gut. Rippchen wandern gerade zwischen meine Rippen. Ne? So. Aber okay, kann man schön. Das wieder rausschneiden? Danke, geil. Es kommt auf andere. Okay. Lassen wir das. Alter, wie Butter. Wie Butter an den Fingern. Ne? Boah, ja, wie so ein Butter. Springt mir mal seine Hose auf da.
Oh ja, übrigens, Drago kommt nicht mehr mit den Jungs. Okay, warum? Zu müde. Ja. Oh, schade. Ja. Oh, wie kann man für Fleisch zu müde sein? Mhm. Frage ich mich auch. Oh, weiß, danach, ne? Danach, okay, ja. Ja, ja, danach schon, ja. Klar. So, erstmal noch ein Bier. So, ich müsste dann auch erst wieder was auflegen, tatsächlich. Oh, erstmal sacken lassen. Ne? Was hast du denn noch so im Angebot? Filet haben wir noch einiges da. Okay. Mit Würsten. Ach, Alter, jetzt ruft der Spasti an nochmal wegen. Aber ich hab jetzt schon eine ganz schöne Beule da. Auch ein bisschen was geht noch. Okay, soll ich noch was draufschmeißen? Ja, sicher. Gerne. Ja. Okay, wer will noch alles? Nehme ich auf jeden Fall noch. Hier, ja. Hier. Ich hab noch ein Steak. Okay, okay. Gut. Ich schmeiß mal ein paar Filets und Ribeyes drauf. Die gehen schnell. Ja. So. Oh, können wir eigentlich mal öfters machen? Ja, Alter, erstmal Handy aus, mal keinen Bock, dass mir jetzt auf den Sack gehen, die Leute. So, jetzt ist Grilltime. Ich hab nur vier Nummern zu haben. Und ja, Leuten, das ist schon praktisch, ja. Ach, apropos Handy, da sagst du was, vielleicht soll ich das mal hier irgendwie zum Trocknen rauslegen. Leg's auf den Grill. Ja, ja, leg's auf den Grill. Auf Grill. Hallo, das Fleisch wird nicht verunreinigt. Nee. Scheiß aufs Handy. Das ist keine $800 wert, Mann. Richtig. Der Grill auch nicht. Keine Ahnung. Hau mal ein paar von den Würsten drauf und so, von den Späßchen. Na gut. Scheiße, Jungs, hab ich wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was da grillen muss. Ich bin einfach kurz durch die Tür gefahren und hab ihn eingeladen. Was? Du hast ihn nicht mal gekauft? Nein! So. Als ob ich dafür bezahle. Kennzeichen ab, rückwärts durch die große Tür. Dein Ernst? Da können wir noch gleich hier stehen lassen. Kein Wunder, dass der verbogen ist. Hast du ihn erstmal wahrscheinlich umgedonkt, ey. Nein, ich hab ihn nicht berührt. Ich platte mit den Grills. Ah. Ach, ja, gut. Was läuft denn? Da heult sie mir erstmal am Telefon ein vor, ey. Ich glaube, es hakt. Für sowas bin ich ja empfänglich. Null. Ja. Ja, gut. Hat noch jemand ein Bier für mich? Klar, komm. Ich dachte, du hättest Bier für uns. Komm rüber. Ja. Warte, ich bin der Grillmeister. So. Okay, gut. Vom Stamm der Grillonen? Oh. Das war echt schlecht, Mann. Ich hab nur Grillonen verstanden. Bitte. Oh, danke dir. Das kann nicht gut, schlechte Witze rein. Verdammte Axt. Würde ich jetzt nicht geben. Ich fand ihn nicht ganz gut. Hey Chris, zeig mal das Rippchen da, das sieht interessant aus. Hm? Das da, zeig mal. Was denn? Halt mal kurz. Oh, schön, meins. Das Lachen ist ja auch deins. Ja gut, stimmt so auch wieder, aber das sieht ja keinen. Wäre nicht das erste Mal, dass wir von einem Teller essen, easy. Das hört sich wieder falsch an, Mann. Aha, ja, schon ein bisschen. Aha. Stille. Ich will das RP spielen in der Position behaupten. Was meinst du damit, Mann? Genau. Ja. Ach ja. Aber ist doch ganz gemütlich hier, oder? Ja, komm, ja. Kann man mal machen. Deutlich beschissenere Pools und beschissenere Hotels. Dafür, dass das spontan ist? Ja. Ein paar Frauen wären nicht schlecht, aber die sind ja abkömmlich. Nicht abkömmlich einmal. Ja, schade eigentlich. Ja. Wir müssen weinen, weil... Ja. Tragisch. Ja, Pech, ne? Scheiß auf den Kopf. Ist so, Fleisch. Mein. Ach, weil er meinte, er ist der Grillmeister. Fühlst du dich ja angegriffen, Jimmy, gut, ja? Ich geh mal ins Fleisch wieder. So, boah, das riecht ja immer besser. Zwei Filets sind fertig. Und zwei Würste auch noch. Ich lass es mal sacken. Ich nehm ein Würstchen. Bitte? Ja, Jimmy, dann hau doch mal hier Steak auf den Grill für den Chat. Reichen, bitte. Boah. Bitte schön. Sag den Barmann mal, da sollen wir mal schön hier... Eigentlich bin ich nicht der Würstchen-Fan, aber... Ah, so ein großes Raum mitbringen. Vielen Dank.
Gut, dann nehme ich doch das Würstchen. Gut. Und die gut gewürzt. Danke. Vier Wahl hat es auch nicht. Ja. Ja. Tja. Oh, boah. Hose. Jetzt, da geht aber auch nicht mehr viel rein in meinen Bauch jetzt, ey. Ui. Ja, kann noch einfrieren, ne? Müssen wir ja, ja dann. Ja. Außerdem müssen wir das wiederholen, weil, ne? Ist jo. Kein Problem. Kann man gut einfrieren. In der Marinade hält es sich ja auch sehr gut. Ja, eben. Ich denke auch. Boah, da ist man bestimmt noch zwei Tage dran, locker, ey. Ja. Meinst du, das hält sich so lange? Ja, wir frieren das jetzt ein und bevor wir das das nächste Mal grillen, schmeißen wir es in den Kühlschrank und lassen es langsam auftauen. Ja. Mhm. Ja, es ist wie frisch. Ja. So, gut. Dann packe ich den Rest erstmal wieder in eine Tupper und in die Tüten. So. Okay. Und dann hier packe ich die Tüte. So, okay. Dann haben wir das auch. Ist noch ein Würstchen so drauf, oder? Ja. Der ist schon weg. Ja, ein Würstchen und ein Filet noch. Würstchen nämlich. Aber warte, die sind noch nicht durch. Sicher, warte mal. Ja gut, ein bisschen hell noch. Hast recht. Naja. Ja, okay. Gut. Er macht den Deckel auch wieder drauf. Ja, ja, ja. So. Das ist ein gutes Schmackofatz. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, ich muss gleich mal die Hose aufmachen. Spätestens beim Hinsetzen wird es schwer. Ja. Aber wir rollen uns einfach irgendwie nach Hause. Ja, sowieso. Einer fahrtauglich? Ja, klar, ich kann noch fahren. Schon. Ja, klar, ja, wir sind nur Bier. Zwei Bier. Eben. Sind nur vier Bier und zwei Whiskys. Und Fett gegessen haben wir auch, also läuft. Ja. Ja, Grundlage haben wir ja. Und nur ziehe ich einfach die Hose aus auf dem Bike. Ist ja auch nicht. Na, lieber nicht, lass sie lieber an. Ja, gut. Lass sie schön frei schwingen dann. Oder? Das Ganze ist flach. Ist noch was, leider nicht an den Vergaser oder an den Motor. Er muss am Stadtpark langfahren, aber macht's nur. Die Fraktion, aber was ist? Schön auf einem Rad im Stehen dran. Ja. Brauch ich noch mal eine Hand, dann bringen wir den Rest schon mal in mein Auto. Jo, machen wir. Ja, okay. Okay. Ja, komm, mach mal hier. Eine Hand. Okay. Na, viele Hände machen viele Dinge. Ha, ist das schön, wenn man selber nichts machen muss, ne? Ja. Alles selber machen lassen. Oh, lecker. Verdauungszigarette. So, mein Würstchen ist jetzt fertig. 100 pro. Und? Ja, kann man machen so. Da ist noch ein Filet, wer Bock hat, ne? Ein Bier rein. Da ist noch ein Filet, wer deiner Bock hat, ne? Ja, mein Gott, also. Also, ich bin jetzt voll. Bevor es schlecht wird, ja, nehme ich mir das. Schnappst du, ich bin voll jetzt. Gerade, ja. Boah. Ja. Machst du wieder. So. Die sind aber auch super. Ja, das war echt geil. Das ist echt geiles Fleisch. Aber wir haben einen Stammmetzger jetzt. Eigentlich auch gut, dass die Vibesbilder gegangen sind, sonst hätten wir jetzt hier irgendwie noch großes Terrain gekriegt, weil kein Salat und so. Aber nicht unbedingt, ne? Weißt du nicht, wie die raus sind? Ja. Ah, die Kohle vergessen, ich bin ja auch mal zum Hause noch. Hast du noch Auto auf? Ihr habt die Kohle vergessen. Ja, stell hin, nehme ich gleich mit. Okay. Lass sie mir liegen, mir auch egal. Den Rest vom Grill kippen wir ins Wasser.
Erstmal kriegt Diego noch ein paar Würsten. Würstchen und Fleisch. Habe ich mir schon genommen. Ist auch schon alles weg. Alles vernichtet. Okay, gut. Ja, dann. Und den Grill können wir hier einfach stehen lassen, freut sich der Hotelbesitzer. Das ist so richtig. Mit Diebesgut wollen wir nichts zu tun haben. Genau. Ach ja, da hat's ja geklaut. Nein, der stand von Anfang an hier. Das ja, gehört dazu. Der stand schon da. Das habe ich genau gesehen. Wenn keiner wieder klaut, dann haben wir auf jeden Fall hier erstmal einen Stammgrill. Mhm. Ja, das stimmt. Ihr habt nur gesagt, besorgt mal schnell einen Grill. Ja, ich habe nichts gehört. Alles gut. Wir haben nichts gesehen. Kann aber auch echt mal eine Party schmeißen oder so. Also das ist gar nicht mal verkehrt hier. Ja. Aber deinen besseren Witcher als den von gestern, ne? Boah, ich hab da nicht viel zugehört, ehrlich gesagt. Der hat nur Scheiße gespielt. Okay. Ja, doch. Bist jetzt im Business hier im Planer oder was hier? Hm? Bist jetzt Partyplaner oder was wird das? Nö, ich hab grad nur so eine Vision gehabt hier. Ah ja, das wäre. Frauen im Pool, DJ in der Ecke, eine Bar mit jede Menge Bier und hartem Zeug, ein fetter Grill und turmhohe Boxen, die einfach nur durch die ganze Stadt dröhnen. Ja, das könnte geil sein. Vor allem, die kannst du ja wunderbar oben auf die Terrassen packen. Die Boxen. Mhm. Ja, das. Und auch Weiber, die tanzen vom Pool aus, kannst du ja richtig schön, ne? Ja. Ja, doch. Jetzt sehe ich's auch. Na, siehst du das? Sieht gut aus, ne? Ja, ist geil. Vor allem die Mädels da. Ja, die sind besonders geil, ja. Na, Karlsson wieder im Weinmodus gleich? Weiß nicht. Ich hoffe nicht. Ja, gut. Kunde, hab ihn auf morgen vertröstet. Ja, gut. Wie ist der? Colin. Und Dreyer. Sag mal, Karlsson, siehst du es auch? Wir sind einer weniger. Nee. Wo ist Zack? Jede Menge Frauen im Pool, ein DJ in der Ecke, turmhohe Boxen verteilt um das ganze Areal, nö. Eine fette Bar mit Bier und Whisky, ein dicker Grill mit Fleisch und eine riesen Party. Nö, noch nicht. Er sieht's nicht. Er hat doch keine Fantasie. Nee, gerade nicht so. Bin ein bisschen sackig. Also wie immer. Was? Letzte Zeit bist du fast nur abgefuckt, Mann. Nee, das stimmt nicht. Doch. Nö. Du brauchst sowas von Joint. Der Meinung bin ich auch immer noch. Dringendst. Den bräuchte ich eigentlich auch mal. Mal wieder, eigentlich schon, ne? Essen so. Ich bringe jetzt das Fleisch erstmal im Kühlschrank. Mach das. Ben hat ja das Auto hier, zur Not. Sissi. Der kann euch ja dann mitnehmen, zur Not. Ihr könnt auch mitkommen, ist ja egal. Ja. Er könnte das Fleisch eben wegbringen. Ihr wollt. Ja, komm mit. Dann hopp. Hopp, hopp. So ein geiles Steak, ne Jimmy? Das wäre jetzt genau das Richtige. Also. Nom, nom. So, der Sensor geht auf 10 Meter oder so. Machst du auf noch? Da. Ja, klar. Ist noch offen, oder? Okay. Ich mach ab. 20 Kilo Kohle, Alter. Geil, ne? Ist auch geil. Die Kohle nehmen wir mit, aber den Grill lassen wir da stehen. Die Kohle ist natürlich auch geklaut, aber die kann keiner nachweisen. Die Kohle ist ja gekauft. Sicher? Da, ich mach Musik an. Die Kohle ist gekauft. Okay. Na, fuck, Mann! Wer baut hier so eine scheiß Säule hin? Bitte! Und noch eine! Kriegst Kotzen! Mann! Zum Glück ist das nur ein Gebrauchtwagen. Sommer Hotbox. Oh shit! Oh! Alter! Alles scheißegal hier. Okay. Geh mir auf den Sack. Dafür, dass du gestern nicht mehr mal Grünstreifen laufen wolltest? Ach, fick dich. Was ist dein Problem, Mann? Oh. Ich hoffe, die Musik gefällt euch.
Naja. Alle noch an Bord? Ja. Ja. Alter, oh. Wo willst du hin? Zum Laden? Du weißt, dass wir gerade Richtung Westen fahren? Ja. Das ist richtig. Achso, ich weiß, wie du fährst. Alter. Dann bei Sikas vorbei. Ist aber ganz schön sickig gerade, ey. Mhm. Ich sag nur Hotdogs. Hier wollte ich lang. Ich glaub, heute besser nicht. Eigentlich gerade heute. Oh. Boah. Also die Federung von dem Ding ist nicht mehr so geil. Geschissen. Was fickt dich denn jetzt schon wieder so an? Nur dass die Weiber abgehauen sind? Ah, ich hab grad Bock zu fahren, Mann. Brauch ein anderes Auto. Ach. Ja. Ja. Oh, Gegenverkehr. Oh, ein bisschen zu weit. Oh, knappig. Da ja, wollte ich nicht lang. War vielleicht ein bisschen schnell. Bisschen? Ja. Yeah. Wie viel hast du getrunken? 2, 3. Oh, noch nicht genug. Willst du noch eine Flasche? Bitte was? Willst du noch eine Flasche? Antwort ich nächstes Mal auch, wenn man freundschaftlich ein Bier anbietet. Ja, ist okay. Wichser. Ich hab dich auch lieb. Ich weiß, ich brauch dich gerade mal schnell fahren. Alles gut, solange du uns nicht umbringst. So. Ach, Quatsch, ich bringe euch ja nicht um. Zum Glück macht der guten vertrauenswürdigen Eindruck. Ansonsten haben wir da eine kompetente Ärztin, die uns wieder zusammenflickt. Ja. Ich glaube, die hat gerade richtig Bock. Ob wenn die einen von uns jetzt auf dem OP-Tisch liegen hat, dann ist Ende im Gelände. Für die anderen ja. Kennt ihr den Bullen oder warum macht die da so einen Stress? Ach, kein. Ja, wahrscheinlich. Was passiert aber, dass die angeschossen werden oder sowas? Ist halt Risiko. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Und es soll dann auch noch irgendwie eine zusätzliche Schießerei, Schusswunde oder sowas gegeben haben. Deswegen hat sie dann erstmal aufgelegt wieder. Ja, ist ja gut, das kann ich ja noch verstehen. Aber mich nervt es am meisten, man kann doch einfach die Klappe aufmachen. Dann braucht man mir kein Vorheulen. Wie Mann, jetzt bin ich halt zu früh abgebogen. Pisse. Inwiefern Vorheulen? So richtig heulen oder Mimi? Ach, guck mal, da ruft jemand an. Jetzt war's. Na? Cool. Wir haben jetzt fertig gegrillt. Klar. Nee. Einfach den Mund aufmachen. Einfach reden. Nichts anderes. Um mehr ging's nicht. Ja, ist okay. Lass mal den Thema telefonieren, dass wir uns die Sachen reinigen. Ja. So. Auf mit dem ollen Deckel hier. Fleisch. Oh. Boah, Fleisch. Was hat übergeblieben, ey? Ja, alles gut, was übergeblieben. Da hab ich dir recht. Boah. Aber schaden ja nicht. Nö. Besser als es wegzuschmeißen. Ah, können wir ihm nochmal. So, ich hab die Truhe. Funktioniert die Kühltruhe eigentlich noch? Klar, oh ja, das wird eine doofe Frage. Oh, kommt da ein kalter Wind raus. Was wir da reingetan haben. Oh. So, ich hol die Kohle noch. Mhm. Ah, die können wir ja um die Ecke stellen, oder? Oder willst du auch ins Büro packen? Auf jeden Fall hier rein. Ja. So. Ach cool, da ist noch eine Tupperdose. Ja, die Kohle?
Ja, ja, Diego. Okay. Ja, packen wir hinten rein, das ist scheiße, wenn es im Laden ist. Mhm. Ich pack die Tupperdose auch mal im Gefrierschrank. Jo, aber hier in der Ecke, unter dem Tisch. So. Passt. Oh, ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Nom, nom, nom. Boah, erstmal mich bedient, du. Das war ein gutes Schmackofatz. Aber geil, ja. Ich ob Schießpulver sowas auch verfeinert anstatt Gewürz? Nee, Mann, das ist, da ist Schwefel drin, das ist nicht geil. So. Alles gut? Ja. Kriegt halt auf, dass man die Zähne nicht auseinander kriegt. Dann muss er halt einfach erstmal gezogen werden. Ja, Frauen. Ja, du lachst. Ja. So, gut, machen wir jetzt. Wie ist die Lage bei euch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Satt? Oh ja. Ja, satt. Nochmal drum fahren oder? Ich wollte gerade sagen, Paul hat eigentlich Bock zu fahren. Sollen wir ihm eine Runde über den Kurs jagen? Warum nicht, ne? Eigentlich schon. Na komm. Willst du Musik anmachen? Wer? Du! Kann nicht, dann komm ich nach vorne. Ah, irgendwelche Wünsche? Vom Musikstil her? Keine Ahnung, ich sag's dir, ob's mir gefällt oder nicht. Mach einfach. Na, lass mich mal kurz gucken. Einfach mal machen. Das war das Handy am Steck. Oder das Bluetooth. Ich glaube nicht, dass das Ding Bluetooth hat. Okay, nehme ich hier den Klinkenstecker. So. Der müsste da irgendwo sein. Ja, ja, hab schon. So. Ist das... hier die zwei. Jack Black und Kai Gass. Richtig. Zusammen sind sie... Tenacious D. Richtig. Genau. Man. Oder nicht so? Hä? Bisschen langsam. Oh, schneller. Hallo, ich hab grad Hass. Stimmt auch wieder. Okay. Dann weiß ich, glaube ich, was du jetzt brauchst. Hau was mit Hass raus. Als Double Bruder. Bass ist immer gut. Zu laut? Ne. Okay. Okay, man versteht euch noch. Ja, ne? Oh, Griff. Guter sogar. Ja, solange man die Kamera jetzt nicht in die Wand haust. Ja, noch eine Beule, mehr fällt da eh nicht auf. Schnell nee. Auch wieder. Kann ja mal bei dem Werkstatt, also Werkstatttyp, bei dem Parkmann fragen, ob der so ein Hämmerchen oder so hat, dann beule ich dir das mal aus. Ach, Hämmerchen, kannst du dir in Jahre schmieren, die Scheißkarre geht mir auf den Sack. Kannst gegentreten, kannst mit dem Schuh ausbeulen. Du also sagst, jede Beule macht das Auto nur schöner. Ja, genau. Ich glaube, am Ende werde ich das Auto verbrennen einfach, weil ich Bock drauf hab. Oh ja, dann Dynamit wäre lustig. Pum. Machen wir ein Burning Car Event draus. Destruction Derby. Oh. War ich die Strecke gerade verkehrt rum? Nee, noch nicht. Jetzt dann kannst gleich du auch mal andersrum fahren, es gibt ne? Kein richtig, kein falsch. Ne? Ja. Aber ja. Das ist mit so einem Auto nicht dasselbe, ne? Nee. Aber Butterfeld, jetzt stell dir mal vor, so, ne? Die Strecke, fetten Nero Custom. Oh. Musik auf, einfach fuck it. Nero Custom, da ist aber ein hohes Ziel gesteckt. Ja, nicht nur ich. Ist halt ein absoluter Traum, ne? Ja, da sind wir gleicher Meinung, ja. Irgendwann mal vielleicht, mal schauen. Oh ja. Also, Sultan Hakucho und der Nero. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Dabei habe ich bei meinem psychologischen Gutachten vorhin noch gesagt, ich lege kein Wert auf Materielles. Ja, glaubt ihr eh keine Sorge. Na, wenn es um Autos und Motorräder geht, dann ist es schwierig. Das ist kein Materielles, das ist Liebe. Ja.
Das ist ja nicht nur ein Gegenstand. Das ist das Seele. Ja. Driften und schön Kurven räubern, das ist genauso geil wie guter Sex. Wenn nicht besser. Ja. Nicht so gut wie dreckiger Sex. Ja, kommt ganz drauf an halt, ne? Das stimmt. Jetzt echt wieder eine Akutschattierung und ein Plastikbomber? Ja. Ich hab das Ding geliebt. Am liebsten wär's, wenn ich mein Alte wieder haben oder wiederfinden würde. Das brauchst du selber nicht. Nee. Wenn die überhaupt noch ganz wieder ein schöner Klassiker. Meine Akutsche ist bestimmt schon irgendwo in Mexiko gelandet, ey. Oder auf dem Schrott. Ich hoffe nicht. Da hat viel Liebe drin gesteckt. Weil ich dann aufs Maul legt, ist halt Hackfleisch damit, ne? Genauso ist das Motorrad. Aber dort wüsste ich gerade gar nicht, wo ich Bock drauf hätte. Oh, ewiger Drift. Vielen lieben Dank, Ace, für deinen fetten Host. Oh, ich hab was. Wie geht's dir? Bist du gerade im Chat oder hast du schon hingehauen? Alter, erst Haftung, dann keine Haftung und wieder Haftung. Leck mich fett. Stimmt was für Diego. Was meinst du? Das Lied. Ach so. Hallo zusammen, sag ich mal. Irgendwie ist es traurig, mit so einem Auto so eine Strecke zu fahren, ne? Na, hier ist eigentlich eine gefährliche Stelle. Und ja. Was ist? Die fahre ich mit 100 lang. Ja gut, da fahre ich nochmal mit mehr lang, wenn die gefährlich ist. Ja, nee, ich konnte ja nicht schneller. Ich hab nicht mal gebremst. Scheiße. Das ist halt also normalerweise musste man immer Angst haben, dass man da in den Graben reinfliegt. Das ist halt widerlich, ne? Kannst du nicht anders sagen. Hier rechts war's, ne? Ja, pass auf, hier ist gefährlich. Hier ist sehr gefährlich. Oh, fuck, Alter. Perfekt. Ja, fühlte sich aber anders an. Also ich hab nicht mal, also ich war ganz entspannt, muss ich zugeben. Ah, jetzt hau dich hin, ne? Schlaf gut. Bis die Tage mal. Wir sehen uns. Oh, ich mag, vielen Dank für deinen Host. Was richtig Druck hat, ey. Ja, auf jeden Fall, Mann. Mm, uiuiui. Uiuiui. Die Kuppe war fies. Ja. Der Luft lenkt sich scheiße. Ja, nicht nur das, sondern ich konnte ja vorher gar nicht sehen, was da kommt. Ja, ja. Dort bin ich die Strecke auch noch nicht gefahren. Mhm. Okay. Ja, die ist und so sehr geil komisch. Sind die Bremsen von dem Ding ja auch nicht. Ja. Wir müssen eigentlich nochmal so richtig geile Driftkarren fertig machen, ne? Mit maßig PS auf der Hinterachse und hier einfach mal richtig geil lang driften. Mhm. Bin ich sofort mit dabei. Hätte ich voll, absolut Bock drauf. Erste, der an der Handbremse hängt, ey. Jo. Hier trifft es sich auch geil rum. Du weißt wie, das macht richtig Bock. Ja, mit dem Wagen nicht, aber an sich. Kann der Wagen überhaupt driften vernünftig? Ist doch eine schöne Motorradstrecke hier. Boah, das ist nein, das ja, ganz deutlich sein. Das Heck kommt gar nicht rum. Muss leicht die Handbremse andippen, ne? Ja, dann dreht das Ding komplett im Kreis, Mann. Okay, lassen wir das einfach mit der Karre. Probier ich mal. Oh, war gar nicht mal so scheiße. War gar nicht, der war gut. Ja. Schön ausgeholt. Man muss nur wollen. Mhm. Wo lang? Willst du die Strecke fahren, genau, oder? Wann, ja. Dann fahr weiter. Ich weiß nicht, wann rein. Kann ich dir zeigen. Also rein immer dann, wenn die Frau nackt ist. Wow. Ja? Alter. Nein, mir liegt's auf, der Zunge, wer da gerade singt. My curse, ja. Hat was mit einem Schalter zu tun. Einem Todesschalter. Was? Nee. Doch. Wann muss ich rein jetzt? Nee, weiter.
Okay. Gleich auf der rechten Seite, Kreuzung bei der Tankstelle rechts. Aber nicht bei der hier links, sondern der später kommt. Ach, an der Kreuzung da. Ja, genau. Wo die Polizisten immer stehen. Boah, wenn sie da stehen, muss halt schnell sein. Aber ja, jetzt hier. Zack, mit Handbremse kommen. Naja. Aber nicht. Also hätte ich es mit der Handbremse gemacht, wäre ich langsamer rumgekommen in die Kurve. Ja, aber das. Wer querfällt, sieht mehr, ne? Oh, wie heißen sie denn? Killswitch, meinst du? Richtig. Ja. Links und rechts. Ich habe immer an Death Trigger wegen dir gedacht. Death Trigger? Okay. Aber auch ein Klassiker von denen. Ich liebe dieses Lied. Live schon hart, gesehen? Aber gefühlvoll so. Live schon gesehen? Nee. Geht richtig voran. Das will ich nicht bezweifeln. Boah, ich liebe diese Stelle jetzt. Die Double Bass drückt, Mann. Ja. Ich liebe es. Jetzt schon die Anlage wieder vor mir, die ich in mein Auto bauen werde. 9000 Watt Bass Machine. Ja gut, meine eher nicht, weil das soll schnell sein. Vollgepackt mit Musik. Oh. Wenn du Rennen fahren willst, ne? Sollst du da keine zu fette Anlage einbauen, ne? Dafür ist der Nero da. Zum Schnellfahren. Ja gut, aber du wirst doch mit deinem Sultan mal ein bisschen was schnell fahren, oder? Ja, aber der ist zum gut aussehen da. Ernsthaft, mehr nicht? Ja, doch. Ein bisschen upracen wäre doch geil. So ein Sultan wäre halt auch was Schönes, ne? Boah, ich weiß noch nicht, was man für eine Karo holen soll. Und geht's schon besser wieder? Ja. Tat gut? Ja. War nötig. Noch Kürbisse schießen ging. Nee, das hätte nichts gebracht. Glaube ich. Musik und Auto Penner ist besser. Nehmen wir aus dem Allhorn. Ja, Musik ist echt gut für die Seele. Ja, auf jeden Fall. Besseres gibt's nicht. Ja, wie gesagt, was sagt ihr? Ich bin so langsam müde. Ja, reicht. Jo. Wo pennst du eigentlich, Badefeld? Ehrlich. Wie, wo penne ich eigentlich? Im Hotel? Ach so, hast du auch dein Zimmer genommen. Ja, bei euch doch da, klar. Ja, ich weiß nicht, ob du da immer pennst, sondern jetzt nur, wenn wir... Ist da jetzt schon? Ich habe meine Sachen aus dem Richmond hier oben runtergeholt. Gut, gut. Konnten wir ja nicht riechen, ne? Nö, eben. Aber hätte ich gewusst, dass da unten noch Zimmer frei sind, hätte ich direkt da unten ein Zimmer bezogen. Ich meine. Ach, da gibt's genug Hotels in der Gegend. Ja, aber mir geht's da speziell um was Besonderes. So das hat eine geile Aussicht halt auch auf den Hafen und ne, aufs alte Gebäude. Das ist das nämlich. Da fühle ich mich heimisch. Ach, sicher. Warte mal. Jo, Diego hier, was geht? Jo, what up? Feierabend ist. Jo, was kann ich nicht tun? Du bist von Ammonation, oder? Das ist richtig. Scheiße, kann man bei dir so ein, zwei Munitionskästchen kaufen? Oh, sollte ich noch was rumliegen haben, aber heute nicht mehr, Mann. Morgen vielleicht. Okay. Für die Dinger braucht man, muss ich da jemand mitbringen, der dir einen Waffenschein zeigt, oder? Ja, am besten schon. Für Munition auch, Mann? Ja, für Munition, Mann, ja. Aber wenn man's doppelt erzahlt? Ist schwierig. Ah, scheiße, wir reden von Munition, nicht von gebrandeten Waffen, Mann. Munition? Ja, aber das gibt sonst Probleme, weißt du, wenn die Cops gucken da immer schön auf die Finger, da kann ich nichts machen für dich. Scheiße, hast du nix so unter der Theke, Mann? Ich nicht, Mann, nee. Ich mach da alles sauber an dem Laden. Ach ja, dann musst du sonst mal gucken, ob du auf der Straße irgendwas kriegst. Ja, gut, right, Mann. Ich weiß nicht, der Officer, mit dem ich gesprochen habe, ja, okay, danke dir, Mann. Ja, okay. Dann melden die sich bei dir. Ich bezweifle es, dass die sich also melden. Ich werde dem Jäger persönlich auf die Füße treten, wir brauchen unseren Sicherheitschef. Ah, jo, Mann. Fertig, Salak. Da hat gerade einer angerufen, wie dieser Tex, der mir das mitgenommen hat, weißt du noch? Ach so, ja. Hat nach Munition gefragt, aber ohne Waffenschein gebe ich auch keine Munition raus, Mann. Halt auch, falls wenn ich doppelte zahle, so. Ja, kann, nee, geht gar nicht, Mann. Wir gucken, dass wir es auf der Straße anders verteilen, ne?
Tja. Und unter der Hand Karneval, offiziell könnt ihr dann Kamelle schmeißen. Ja, ja. Kamelle. Hat den Drago auch mal nachgefragt, mal wieder ein bisschen was auf die Straße bringen wollen. Und? Hat er denn überhaupt Kunden? Wahrscheinlich. Also, wir bringen nur was auf die Straße, wenn es nicht so scheiße läuft wie das letzte Mal. Ja gut, das lag ja ne, an was anderem. Ja, trotzdem war es kacke. Ja, ja. Ich würde gerne mit dem Modus ganz mal bequatschen und mit den beiden eigentlich mal. Mit der, ne? Also so langsam... Aber wenn er nicht da ist, hat er Pech. Verlieren die an Bedeutung. Ja, auf jeden Fall. Ist doch schön, dass die ab und zu mal bei uns da rumchillen und aufpassen, aber ne. Ja, 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 ja. Dann sollen sie nicht meckern, wenn jemand anderes... Das machen die aber auch noch aus Verzweiflung. ...die Rosinen kriegt. Meinst du? Weil ja, langweilig klar. Ist? Haben wir nichts zu tun, wenn der Press nicht da ist, ne? Vor allem ihren Partner irgendwie behalten, ne? An der Stange halten. Ja, ja. Ach, Mann. Ist das alles ätzend. Ist halt Business. Halt ein anderes Business als Autos verkaufen, ne? Ja, das war irgendwie einfacher. Ja, da konnte man halt nichts illegal machen. Ja, doch. Konntest halt mehr importieren als nur die Autos. Weißt du, was uns damals gelegen gekommen wäre? Was? Hättest du damals den Waffenladen schon gehabt. Wir hätten in den Autos so super Waffen schmuggeln können. Ja, kaufst einen Emperor und kriegst halt das richtig. Rundum Spaßpaket mit dabei, ne? Richtig, wir hätten da komplett eskalieren können. Komplett. Und wir haben die Emperor verschenkt, du weißt selber. Naja. Ja, mach doch so ein Autohaus mal auf hier. Vielleicht mache ich das Autohaus auf. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen. Wäre geil. Lass es mir echt mal durch den Kopf gehen. Und ein Kombipaket, Waffen und Autos. Ah, wäre schon geil. Was meinst du, soll ich sie nochmal anrufen und gute Nacht sagen? Klar. Seit du willst, hast keinen Bock auf sie. Aber sie hat auch keinen Bock auf dich, sondern eher auf Mimimi und Weinen mit... Ja, kommt da jetzt? Ich hab Durst! Ich will an eine Bar! Du warst am Telefonieren, du Spast! Also, was machst du jetzt einen Dicken? Ja, auf dem Weg rein wollte ich kurz telefonieren. Das war nicht mal eine Minute. Lauf. Jetzt quatsch mich nicht voll, du Prinzessin. Mann! Prinzessin tritt dir gleich hart in den Arsch. Seid ihr an der Bar, oder was? Ja. Ja, klar. Na, dann sag ich noch eben gute Nacht und dann komm ich nach. Ja, mach das. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ah, wird er machen. So, ne? Ja, dann sind wir heute halt wohl auch wieder durch, ne? Ist leider nicht so viel passiert, wie ich mir erhofft habe. Aber irgendwie ist das ja in letzter Zeit irgendwie Standard. Aber, was soll's. Genau. Hauen wir euch doch mal zur guten Nami rüber. Die spielt gerade Resident Evil 2. Ist schon auch ganz cool. So. Sollte das Host auf jeden Fall richtig schreiben, ne? Ist auf jeden Fall zu spät. Grüß die gute Nami mal und lasst mal ein Like da, wenn ihr noch nicht habt, ne? Beziehungsweise ein Follow. Dann nochmal schönen Abend euch. Bis dann. Tschüss.